Hibbels, es ist wieder Zeit für Axel MV, wir, die Musik. Welt. Wir machen das, ihr könnt ja auch mitmachen mit dem Delay und so. Das ist so ein Gag, den wir uns einfallen haben lassen. That's your game. Und wir sind zurück mit Folge, was haben wir gesagt, 23? Ja, wir sind bei 23. Folge 23 und wir haben zwei Gäste am Start. Bevor wir euch vorstellen, euren Namen sagen, gehen wir kurz in das Thema der Folge. Wir haben nämlich gedacht, wir machen mal... letztes Mal hatten wir schon so ein bisschen ein tiefgängigeres Thema. Ja. Und jetzt haben wir uns an ein Thema rangewagt, welches da heißt, Instrumentalistinnen im Musikbusiness, sind wir gleichberechtigt? Fragezeichen. Und weil wir natürlich keine Ahnung davon haben, haben wir uns zwei sehr geschätzte Musikerkolleginnen eingeladen. Und zwar einmal die Katharina Groß aus Mannheim, Bassistin, und die Alexandra Lebler, Saxophonistin und viele andere Dinge auch. Also danke erstmal, dass ihr da seid, dass ihr euch bereit erklärt habt, mit uns darüber zu quatschen. Vielleicht in wenigen Worten mal von euch, wer ihr seid, was ihr macht, dass die Leute, die euch nicht kennen, so ein bisschen einfach eine Idee haben, was ihr macht. Alex, vielleicht fängst du an, ganz kurz. Alles klar. Ja, also ich bin, wie gesagt, Saxophonistin und spiele eben noch viele dieser anderen Instrumente, die SaxophonspielerInnen gerne mal zur Hand nehmen. Klarinetten, Flöten müssen man auch. Ja, genau. Inzwischen mache ich das sogar freiwillig, flöte aber gerne nur mit Defektgerät, damit man nicht merkt, dass ich das eigentlich gar nicht kann. Ich bewege mich zumeist in der Jazzwelt, die so ein bisschen anders ist als die Welt, in der ihr euch, glaube ich, die meiste Zeit bewegt. Mache zumeist meine eigene Musik mit meinen eigenen Projekten. Genau. Bin darüber hinaus seit über 20 Jahren auch in verschiedenen Verbänden aktiv, habe sehr viel Zeit mit ehrenamtlichem Kram verbracht. Mir steht es jetzt gerade so ein bisschen hier, muss ich sagen. Deswegen habe ich jetzt auch gerade beschlossen, ich mache jetzt mal eine Pause und höre mit ganz vielen Sachen auf, weil... Musiksachen oder die Verbände? Verbände. Ja, okay. Um mich wieder mal ein bisschen mehr auf meine Kerngeschäft... super spannendes Thema, da müssen wir dich vielleicht nochmal einladen, auch wenn du gerade damit aufhören willst, aber wollten auch da mal eine Folge dazu machen, haben wir ja schon, steht noch aus, ja, genau. Zu dem Thema politisches Engagement und das Thema Pro Musik, wo du ja auch am Start bist und so weiter und so fort, Markus auch. Also das heißt, super spannend, aber heute werden wir wahrscheinlich eher über die persönlichen Dinge so sprechen mit... wie man sieht. Aber weiter, also du hast gesagt, du machst sehr viel Jazz, eigenes Zeug. Genau, und die Verbände, das ist natürlich so ein bisschen, gehört irgendwie auch zusammen, weil ich mich da ja auch ganz viel mit Themen beschäftigt habe oder es noch tue, über die wir jetzt eben auch reden. Ja, genau. Genau, aber so, das ist erstmal so. Aber die Musik, die du machst, die ist schon überwiegend so Jazz, so im Großen und Ganzen und eigene Komposition, also wirklich... Genau, also ich spiele überwiegend konzertant, hin und wieder mal irgendwie in so einem Bereich, wo ich eher Dienstleistungen mache, aber das mache ich tatsächlich eher selten. Ja. Also es ist nicht so, dass ich das komplett ausschließen würde, aber so mein Kerngeschäft ist schon eher konzertant. Schon eher so künstlerische... Auf der Bühne stehen. Sachen. Okay, genau. Cool. Und du hast ja auch nicht nur in Deutschland, bei dir habe ich so den Eindruck, die Fühler gehen so ins europäische Netzwerk, mit auch was die Musikerkollegen angeht. Und ja. Also durchaus hast du ja ziemlich was aufgebaut mit dem Ding in den letzten Jahren, muss man sagen. Ja, und ich merke jetzt eben auch gerade, ich möchte das wieder viel, viel mehr machen und viel, viel stärker machen, weil ich habe eben, ich habe auch drei Kinder und habe deswegen natürlich in den letzten 17 Jahren nicht so viel gemacht, wie andere machen würden, wenn sie keine Kinder hätten. Mhm. Das ist ja völlig klar. Also das... dass man mehr zu Hause bleibt, wenn man Kinder hat. Das steht außer Frage. Und jetzt sind die eben groß genug, dass man nicht mehr die ganze Zeit zu Hause sein muss. Und das möchte ich jetzt auch wieder in vollen Zügen genießen und wirklich auch wieder viel mehr unterwegs sein. Lass uns da gerne gleich nochmal drauf zurückkommen, weil das sicherlich ein total spannendes Thema auch ist, überhaupt was die... Positionierung als Frau im Profimusiker-Dasein, was dann eine totale Rolle spielt in der Familienplanung. Aber
Wir wollen dich nicht vergessen. Sag mal kurz, Katharina, du bist vielleicht ein verbindendes Glied, ist, dass wir drei alle in Mannheim studiert an der Jazzhochschule genau. studiert haben, ja. uns von dort auch kennen. Das war alles so bei euch. Wann war das? Und das war 2006, 2007 rum, habe ich Abschluss gemacht und wir waren ungefähr... Waren wir so zeitgleich da. Ne? Ihr wart so ein Jahr hinter mir. Also ihr wart schneller als ich. Ich war später als ihr. Also ich habe Abschluss 2005 gemacht. Ich habe 2004 gemacht. Ja. Und du dann 2006. Aber wir haben so ein paar Jahre da in der Hochschule geteilt und haben quasi diese akademische Ausbildung durchlaufen und von dort aus ging es dann so raus. Aber wir sind irgendwie jetzt dann alle in Mannheim, um Mannheim oder wieder zurück in Mannheim geblieben. Und genau, aber sag kurz so, du bist Bassistin? Genau, also ich bin E-Bassistin und Kontrabassistin. Also ich habe auch in dieser Zeit damals, habe ich mit beiden Instrumenten die Uni abgeschlossen, was auch... nicht ganz alle Bassisten immer als Profil haben. Also bei mir war das sehr wichtig, dass ich wirklich beide Instrumente auch studiert, abgeschlossen habe, weil mich auch beides gleich interessiert hat. So. Und ja, ich lebe und überlebe jetzt mit Basislager in Mannheim, mit dem E-Bass und dem Kontrabass und mache eigentlich fast alle Situationen, die ich jetzt bühnentechnisch interessant finde. Also ich bin sowohl, also damals hatte ich so das Ziel, ich würde gerne so ein sogenanntes Session-Player werden, also so, dass man einfach angerufen werden kann und dann eben ganz viele Dienstleistungssituationen managen kann, aber auch trotzdem halt eben so Musical, wenn man jetzt in eine Band einspringen muss, wenn man in der Band festspielt, dass ich ganz viel Stilistiken so drauf habe. Und das habe ich einfach so mir in Süddeutschland, sage ich mal so, jetzt rangezogen, dass ich halt auch wirklich überall viel gespielt habe. Und dann habe ich mir ein Netzwerk gebildet, eben auch im Raum Stuttgart und eben im Raum Mannheim, wo ich halt auch jetzt eigentlich wöchentlich immer gependelt bin und spiele einfach da in sehr vielen verschiedenen Situationen. Und dann war ich auch viel im Theaterbetrieb unterwegs, eigentlich in so verschiedenen Stadttheatern, auch also Baden-Baden, in Darmstadt, in Heidelberg, in Mannheim, wo auch viel so Bühnenmusik immer gelaufen ist und auch diese Situationen eben so auf mich zukamen. Ich habe mal eine Tour gespielt mit dem Paddy Kelly 2012 und ja, so kam es dann jetzt so zustande. Jetzt haben wir in den letzten paar Jahren wieder ein bisschen Kontakt gehabt, weil wir Jesus Christ Superstar gemeinsam gemacht haben, also auch so ein Musical-Thema. Aber ich habe dich auch gesehen mit eigener Musik auf der Jazz Ahead, war das letztes Jahr. Ja, genau, da hast du auch am Klavier gesessen. Genau, da habe ich tatsächlich den Mut gehabt, das zu machen, weil sagen wir jetzt, durch diese Pandemiesituation hatte ich natürlich Zeit, wieder für mich mehr zu üben, weil ich nicht so viel auf der Autobahn sein musste. Und dann habe ich eben fokussiert gehabt, okay, was will ich eigentlich mit meinen Eigenkompositionen wirklich machen? Und ich habe halt immer für mich selber am Klavier geschrieben. Und dann habe ich halt überlegt, okay, wie realisiere ich das jetzt? Und dann habe ich so viel Klavier geübt und habe dann, um die Produktion aufnehmen zu können und auch der Regina, die das damals eingespielt hat, Regina Litvinova, um ihr das zeigen zu können, was das für eine Musik ist, habe ich die komplett selber vorproduziert und zu Hause dann aufgenommen. Okay. Und nur so habe ich auch das Gefühl gehabt, konnte ich überhaupt begeistern, dass wir das so durchziehen konnten. Also wobei der Plan nicht war, dass ich in meinem Projekt Klavier spiele. Es hat sich dann nur letzten Endes ergeben, weil kein anderer Zeit hatte. Das habe ich aber. Das war ein nettes kleines Konzert, was ihr da im Rahmen der Jazz Ahead gegeben habt. Ja. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, dass ein Bassist oder eine Bassistin am Klavier sitzt, Bass spielt und aber auch Klavier spielt gleichzeitig. Oh, okay. Ehrlich? Das so. Ja, aber ja. Leute, das Gute war, das war mein zweites Konzert als Pianistin überhaupt im Leben. Ah ja. Also ich habe noch nie als Pianistin so gespielt gehabt, außer eben dann, davor hatten wir am Festival von Bad Camberg gespielt. Das war über meinen Cellisten, der hat das organisiert gehabt. Und deswegen war es für mich natürlich auch schon eine ziemlich krasse Situation, weil ich weiß, dass sehr viele Jazzpianisten lange warten, um dort einen Spot zu kriegen. Yeah. Und dann habe ich mir halt einen Bösendorfer hinstellen lassen und komme als Bassistin dahin. Das war schon ein bisschen dekadent, ehrlich gesagt. Aber ich fand es dann letzten Endes auch super cool, dass das Land Baden-Württemberg das gemacht hat und mich da angerufen hat und einfach auch den Mut hatte, das mal zu buchen, sowas. Und für uns war die Show halt super. Und ich fand es auch einfach cool, also für mich jetzt so als Inspiration auch zu sehen. Es kamen auch Kontakte jetzt so ein bisschen rum und ja. Man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht irgendwie easy listening Jazz, sondern du hast da sehr viel Oddmeter Kram. Das sind durchaus fordernde Kompositionen für Spieler und fürs Ohr. Also wirklich spannend. Aber okay, jetzt so viel dazu. Ich habe jetzt einfach mal eine Frage als Einstieg. Wir wollen ja so ein bisschen schauen, oder noch vielleicht vorab ist mir noch wichtig zu sagen, wir haben jetzt heute bewusst euch eingeladen als Beispiele für Instrumentalistinnen und da so ein bisschen Feedback von euch zu bekommen, weil ich glaube, es ist ein Unterschied, wenn man Sängerin ist und wenn man Instrumentalistin ist. Vielleicht kann man sogar auch bei den Instrumenten nochmal unterscheiden. Das ist vielleicht auch nochmal, in deinem Fall Saxophon, es gibt
mehr Saxophonistinnen, glaube ich, als es als Schlagzeugerinnen zum Beispiel ja. gibt oder Tubistinnen oder so. Das ist vielleicht, ja. liegt das auch am Instrument. Aber ich finde trotzdem, dass es ein Unterschied ist, zumindest nehme ich das wahr. Sängerinnen sind immer präsent, weil das einfach vielleicht sogar häufiger ist im Vergleich zu Männern. Zumindest wenn man an den Hochschulen schaut, im popularmusikalischen Bereich sind häufig eher Frauen, die Gesang studieren. Mhm. Und auch im Alltag, jetzt bei mir ist es so, ich habe dann mit Frontmännern oder Frontfrauen zu tun und dann aber mindestens sind mal ein, zwei Backing-Sängerinnen dabei. Aber es sind immer Sängerinnen und das ist, glaube ich, ein anderes Thema, weil das so normal in den Köpfen, das ist total Klischee, was ich gerade erzähle, aber ja, es ist total schwierig, wir bewegen uns so irgendwo zwischen Fettnäpfchen und Klischee. Aber man kann es ja auch an der Geschichte sehen. Ne? Ella Fitzgerald, Nina Simone, die ganzen Jazz-Singerinnen, die sind einem vielleicht eher mal ein Begriff als jetzt vielleicht eine Bassistin oder sowas. Ja, ne? Susie Quattro oder Carol Kay oder ja, so. Ja, genau. Also da würde einem erstmal mehr einfallen als, nennen wir mal, 5 Bassistinnen. Also das war zumindest der Grund, warum wir entschieden haben, wir nennen das Ganze jetzt hier oder wir beziehen es bewusst auf Instrumentalistinnen, weil wir den Eindruck haben, dass das ein anderer Werdegang ist, vielleicht auch ein anderer Beweggrund ist. Mhm. Und das wäre jetzt nämlich meine erste Frage an euch. Ich stelle es mal einfach in den Raum. Meine Theorie ist, dass wahrscheinlich das, warum man Musik machen möchte als Kind, das ist ja bei euch wahrscheinlich genauso gewesen, man hat irgendwie, man entdeckt was und denkt, Passion, da habe ich Bock drauf. Und ich glaube, das ist in vielen Fällen also kann auch anders sein, aber ich glaube, dass das überhaupt nichts mit Geschlecht zu tun hat, sondern man hat einfach Bock auf Musik. Oder seht ihr das anders? Habt ihr ein weibliches Beispiel gehabt, wo ihr gesagt habt, ich will so sein wie die? Oder habt ihr einfach Bock auf die Musik gehabt und habt sogar männliche Vorbilder gehabt damals? Also da kann ich jetzt mal anfangen. Bei mir ist es so, also mein Vater kommt aus dem Kontext Kirchenmusik und hat halt immer so eine Familienkapelle gehabt, wo er so Tanzmusik gemacht hat und hat mein Bruder mitgespielt. Und dann hat er immer eine Bassistin aus seiner Schule gehabt für seine Tanzmusik-Events und die hatte irgendwann einen Bandscheibenvorfall. Und dann hat er gesagt, so, ich kaufe dir jetzt so ein Ding, die 3 Töne kriegst du auch noch hin. Dann können wir zumindest die Hochzeiten weiterspielen. Und so hat es bei mir eigentlich angefangen. Ja. Das kriegst du auch noch hin, das ist gut. Ja. Genau, also das heißt, ich habe halt so circa 100 Stücke Hugo Strasser Repertoire mit ausgeschriebenen Kirchennoten gehabt. Und war dann eigentlich von vornherein schon beschäftigt mit Notenlesen ohne Chords. Ich wollte gerade sagen, das ist total untypisch, oder? Dass man so einsteigt. Ja, und also so gesehen, bei mir war das dann einfach eher so eine Sache, ich habe das so gesehen, okay, damit kann man erstens mal Geld verdienen und zweitens ist es eine tolle Funktion jetzt innerhalb von einer Band, um dabei zu sein so und einfach auch noch ein paar andere Sachen mitzubekommen. Und dieses, sag mal, dieses Mucker-Dasein, das habe ich halt total aus der Familie gehabt. Also mein Vater halt der Mucker von dem Herrn war teilweise so, eben mit solchen Jobs. Und aber, ich fand das immer cool. Das irgendwie aber dass die du ersetzt hast, auch eine Frau war, war jetzt überhaupt nicht ausschlaggebend für dich, oder? Nee, in dem Fall jetzt nicht. Also das hat erst später angefangen. Wer mich aber allerdings beeindruckt hatte, war, ich habe damals sehr viel CDs gesammelt und habe eine Session-Sängerin aus London entdeckt gehabt, die wirklich auf jeder Aufnahme, also auf super vielen Aufnahmen in sehr verschiedenen Kontexten war. Mhm. Und das war für mich sehr ausschlaggebend, weil ich fand das ultra professionell, dass jemand so viel verschiedene Stilistiken so professionell im Studio für verschiedene Musiker eben leisten konnte. Und dieses Profil von Session-Musiker, das fand ich damals total interessant, wo ich gedacht habe, okay, man macht sich als Musiker so souverän, dass man wirklich für ganz viele verschiedene Situationen einsetzbar ist. Mhm. Und dann erlebt man einfach so verschiedene Bühnensituationen. Mhm. Und das fand ich super inspirierend. Das war zwar eine Sängerin, aber Film, das fand ich cool. Die berühmte Wrecking Crew, falls einem das was sagt. Die Wrecking Crew hat in Los Angeles ja tausende von Filmmusiken eingespielt. Die ganzen Filme, Columbo, was alles früher so lief, ne? In den 80er, 70er Jahren. Vorher auch noch, Vorher sogar schon, vielleicht sogar so 60er, Ende 70er auf jeden Fall. Und da hat eine Bassistin gespielt in der Band. Mhm. Wir finden den Namen mal raus, aber es ist auf jeden Fall eine legendäre Bassistin in dieser Band gewesen. Das war halt natürlich auch so der Inbegriff einer Session-Musikerin. Ne? Ja, also wer auch wahnsinnig krass ist, ist da Gail Ann Dorsey. Also von David Bowie, also man kennt sie über David Bowie, aber die hat auch bei Tears for Fears gespielt zum Beispiel, hat in London in der Szene wahnsinnig viel gespielt und so. Und eben dieses Profil, auch einfach der Sound, also dass man eben durch den Sound, den man hat, irgendwo auftaucht und man erkennt einen einfach am Ton. Das fand ich immer erstrebenswert, sowas zu haben.
Das ging ja auch immer so, ja. Wenn du so John Scofield hörst oder so, ne, dann hast du einfach... Genau, du hörst zwei Töne John Scofield und du weißt, es ist Sco. Ja. Und das ist eben sehr anstrebenswert. Aber alles, was du sagst, kann ich als Mann genauso unterschreiben. Also diese Faszination, Session-Musiker zu werden, abzuliefern, auf Bühnen zu sein, mit Leuten zu kooperieren, das sehe ich genauso. Da ist für mich jetzt noch nichts, wo ich so sagen würde, da stelle ich einen Unterschied fest irgendwie. Wie war das bei dir, Alex? Den Unterschied, den gibt es ja natürlich auch nicht in der Motivation. Der ist ja nicht vorhanden. Mhm. Das, also bei mir ist ganz klassisch irgendwie, also erstens, meine Familie ist musikalisch total talentfrei. Und also bei mir hat niemand Musik gemacht. Ich war die Erste, die das gemacht hat. Und es fing bei mir schon als kleines Kind an, wirklich so ganz klassisch mit Blockflöte. Und dann hatte ich mein Keyboard und habe da so mir das bisschen selbst beigebracht. So Akkorde spielen und dazu eine Melodie spielen und so. Und habe meine eigenen Radiosendungen produziert auf meinem Kassettenrekorder und so ein Zeug. Erstmal so sehr kindlich. Und dann hatte ich einfach, als ich angefangen habe, ich wollte Saxophon spielen und das durfte ich dann erstmal nicht. Dann hat man gesagt, nee, muss man erst Klarinette spielen. War bei mir genau das Gleiche. Das hat man früher gerne mal so gemacht. Ja. Interessanterweise ist meinem Sohn jetzt genau das Gleiche passiert, obwohl er jemanden zu Hause hat, der es besser weiß. Aber wegen der Körpergröße oder... Ja, weil der in der Bläserklasse ist, in der Schule, in der dritten Klasse. Und die bieten da einfach kein Saxophon an. Naja, okay. Und jetzt spielt er Klarinette und ist total glücklich damit. Ah, ja, okay. Also insofern ist das auch okay. Ja. Und er hat aber auch, hat auch ein Sopransaxophon und darf da auch schon drauf spielen. Ja, wie auch immer. Also für mich war das auch erstmal so, ich hatte da so eine Neugierde und so eine Lust drauf, hatte dann tolle Lehrer und Schul-Bigband, Saxophon-Quartett und solche Sachen. Hab dann mit 13, glaube ich, irgendwann gesagt, ich will Musiklehrerin werden, weil das war so erstmal in meinem Kosmos das, was man halt machen kann. Und irgendwann war mir dann natürlich schnell klar, dass das mit Musiklehrerin nicht das ist, was ich machen möchte. Und faktisch ist es ja auch so, dass eben in diesem Bereich, in diesem kindlichen, jugendlichen Bereich in der Musikschule, da gibt es ja auch natürlich Statistiken zu, überwiegen tatsächlich die Mädchen. Auch. Also da gibt es mehr Mädchen, die Musik machen als Jungs. Und das ändert sich halt dann irgendwann. Das ist total spannend, genau. Aber es ist schon interessant, ne? Weil eigentlich ist so die Inspiration, die man kriegt. Ne? Also wenn man jetzt jünger ist und man wird inspiriert von einer Person, die irgendwas besonders gut kann. Man ist fasziniert davon, dass es eigentlich so gendermäßig total befreit ist erstmal. Ja, es ist vollkommen egal, ob du als Frau jetzt Elvis Presley cool findest und auch so singen willst oder der Gitarrist von irgendeiner Jazz. Ich fand damals auch zum Beispiel, ich habe ja auch Gitarre gespielt und habe Jazz an der Schule, so wie du auch, mit Schul-Bigband und Quartett und Klarinette und hin und her. Ich habe aber dann, weil mein Vater Gitarrist war, stand die Klampfen rum, habe da ein bisschen rumgezockt und habe dann Jennifer Batten in dem Fernsehen gesehen, die Gitarristin, die teilweise auch bei Michael Jackson damals gespielt hat. Die war auch so ein bisschen so Riesenmatte und Flitzefinger und so. Ja, fand ich total spannend. Da habe ich ja überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ich ein Typ bin und die eine Frau ist. Also es war so gar kein Ding. Du merkst einfach nur, dass jemand irgendwas kann und das fasziniert dich. Und mir geht es ja genauso, wenn ich jetzt Gitarristin oder Musikerin höre, heute noch so. Ne? Ich meine, auch wenn man mal so ein paar Jahre auf dem Buckel hat und schon so ein bisschen mehr irgendwie unterscheiden kann, wo sind die Stilistiken und überhaupt so, ne? Es ändert sich eigentlich nicht. Ne? Also wenn ich jetzt Madison Cunningham zum Beispiel... Ich wollte das gerade sagen, weil wir das gerade hören. Das ist eine super geile Singer-Songwriterin, Gitarristin. Unfassbar. Leanne Le Havas, glaube ich. Ja. Ich glaube, so heißt sie. Ja. Unfassbare Sängerin, die auch wahnsinnig geil Gitarre spielt. Also es ist dann, wenn ich bei YouTube irgendwas sehe, dann ist es erstmal so das reine Können oder die reine Inspiration. Vollkommen befreit davon, ob das jetzt eine Frau, ein Mann oder irgendwas anderes ist. Aber zu dem Zeitpunkt... Du hast es gerade schon angedeutet, das finde ich nämlich genau den Punkt, wenn wir jetzt mal, wir sind fast so chronologisch gerade unterwegs mit, als Kind faszinierend finden, dann, oh, das will ich machen und dann vielleicht die Frage, hast du schon gesagt, ich will das irgendwie zum Job machen und da hast du gerade gesagt, da ändert sich dann vielleicht was. Ja. Was ändert sich denn? Das ist tatsächlich eben die große Frage, wo man die Mädchen dann verliert und ich glaube, das hat eben viel mit Vorbildern zu tun.
Also eben, es gibt die vielen weiblichen Vorbilder nicht in der Breite, also in der klassischen Musik. Gibt es ja viel mehr Mädchen, die sich dazu entscheiden, zu studieren. Im klassischen Bereich gibt es ja viel mehr Mädchen, die sich dazu entscheiden, Profimusikerin zu werden, weil das da schon länger verbreitet ist, weil das da schon länger üblich ist, auch, glaube ich, in der Historie schon viel länger üblich ist, dass Mädchen Musik machen. Und in den populären Fächern, wie man sie so schön nennt an der Hochschule, da ist das was anderes. Und da gibt es eben die Vorbilder nicht. Und ich glaube, da werden Mädchen auch weniger ermutigt, das zu tun. Ist aber auch wieder so ein Klischee-Ding vielleicht, ne? Weil man denkt eher so, wenn ich jetzt ein Orchester anschaue, da sind Frauen vielleicht eher mal an der Oboe oder an der Geige, aber selten an der Pauke. Warum ist das eigentlich so? Oh, das stimmt aber nicht. Ist das ein Klischee? Also man muss ja schon im internationalen Vergleich sehen. Also ich würde auch wirklich sagen, wenn man jetzt mal in die Musikhochschulen reinguckt, also das ist wirklich total ausgewogen in der Klasse. Die klassische Percussion-Klasse, da sind so viele Frauen, ja. Ja, da habe ich keine Ahnung von, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist interessant, ja, weil das ist wirklich ein Klischee dann. Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, in der Big Band, ich habe dann eher popularmusikalische Dinge getan, ich war nicht im Orchester, sondern in der Big Band, dann aber auch mal in so einem symphonischen Blasorchester, da waren sehr viele Frauen oder Mädchen in dem Alter noch. Und dann kommt das Studium bei mir, das ist der nächste Step sozusagen, und da waren es dann sehr wenige plötzlich so. Ne? Obwohl man dazu sagen muss, dass die Professoren, so war zumindest mein Eindruck, oder so kriege ich das mit, die freuen sich natürlich. Auch damals, wir reden von vor 20 Jahren, nicht auf dem Papier freuen sie sich, wenn das kann man jetzt auch nicht verallgemeinern sagen, aber wenn einfach Frauen kommen und studieren wollen. Das war in unserem Semester, ich muss gerade überlegen, es war auf jeden Fall, wenn überhaupt nur ein Viertel oder ein Fünftel Frauen vertreten oder sogar weniger. Wesentlich weniger. Ja, wesentlich weniger. Weißt du, wie viel man da war? Wir waren so 15 Leute, 16 Leute. Also wenn wir jetzt von den Instrumentalistinnen sprechen, dann waren es bei dir noch die Nicole Johentgen. Ja, herzliche Grüße, Saxophonkollegin nach Zürich, genau. Dann gab es noch eine Posaunistin. Ja, genau. Die Jenny Behrens. Genau. Die dann aber aufgehört hat im Laufe ihres Studiums. Und die Regina Litvinova. Am Klavier, von der wir gerade schon gesprochen haben. Genau, von der wir vorhin schon gesprochen haben. Grüße, also genau, von wie viel waren 15 Leute oder wie viel ist man da so ungefähr? Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber... Also unter ein, eher so ein Fünftel, wenn überhaupt. Und das ist schon viel für ein Semester. Ja, genau. In meinem Jahrgang waren es nicht so viele. Also deswegen... Woran liegt's? Ja, woran liegt's? Ich meine, das ist dann tatsächlich auf dem Weg der Professionalisierung hast du dann noch zum Beispiel Jugend-Jazz-Orchester. Ja. Da warst du aber. Da war ich in verschiedenen tatsächlich, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg. Ich war auch im Bundesjugend-Jazz-Orchester. Und da wird es dann schon dünn. Da bist du eben oft als Mädchen alleine in der rein männlichen Herde. Und das musst du schon wollen. Ich muss für mich selbst sagen, ich habe das in der Zeit gar nicht so wahrgenommen. Tatsächlich, weil das war für mich irgendwie normal. Ich war immer das einzige Mädchen oder eins von vielleicht zweien oder drei, wenn es hochkommt. Auch in der Schule schon. Du hast gerade gesagt, das war dir nicht so bewusst, das nicht so wahrgenommen in der Zeit. Hat das damit auch zu tun, weil ich stelle mir so die Frage, braucht man eine dicke Haut dafür? Braucht man die ganzen Typen in dem Alter auch pubertierend und oder ist es egal? Ich glaube, Axel, es ist ja eher eine Kombination aus dem, was dann auf dich dazu, also was auf dich zukommt. Also ich glaube, es ist halt eher so auch die Mischung, wenn du sagst, du gehst an die Musikuni und machst Jazz und Popularmusik, ist ja auch die Frage, auf was für ein Berufsbild lässt du dich ein? Und das erfordert natürlich auch einen gewissen Willen und einen gewissen Mut, überhaupt zu sagen, du schlägst diesen Weg ein, weil es ist, ich meine, als sagen wir jetzt mal, als klassischer Musiker gibt es ganz klar eine Perspektive, du kannst ins Orchester gehen, du kannst in die Musikschule gehen, es gibt ein sehr traditionelles, sehr klares Berufsbild, du kannst Schulmusiker werden in einem gewissen Rahmen oder auch ans Gymnasium wechseln, während wir in dem Bereich, als wir angefangen haben, das zu studieren, da war der Studiengang sehr neu. Und es geht ja eher nur darum, diese Fertigkeiten zu entwickeln und Inspiration zu bekommen. Und danach ist eigentlich überhaupt nicht klar, in welchem Bereich willst du da deine Kohle verdienen und was gibt es da für ein Bild dafür. Ja. Und ich glaube, es geht ja eigentlich dann eher darum, zu überlegen, hat man den Mut, diesen Weg so einzuschlagen?
sich dann so viel Zeit auch an der Universität zu bewegen und dann damit aber auch zu überleben. So. Ja, genau. Und wenn man da keine ganz klare Vorstellung hat und auch nicht den Mut hat, das zu tun, dann ist das auch schwierig. So. Aber habt ihr, das ist wirklich eine, ich habe mir selber diese Frage auch schon mal gestellt, ich persönlich habe mir diese Frage damals gar nicht so gestellt. Mhm. Wie wird das Jobbild nachher sein? Werde ich damit Geld verdienen können? Ich war da relativ blauäugig und romantisch quasi unterwegs. Ich habe ja vorher ein bisschen Jura studiert, habe das sogar abgebrochen, um Musik zu studieren, weil ich das unbedingt machen wollte. Und habe da aber gar nicht so mir überlegt, ich werde keine Familie ernähren können, ich werde das und das machen müssen, obwohl ich keinen Bock drauf habe oder so. Oder ich werde der Star oder ich werde jetzt nur Saxophon-Solo-Platten machen. Also ich habe so gar keine wirkliche Vorstellung gehabt, sondern ich wollte nur Musik studieren, ich wollte es machen. Aber als Frau wart ihr so drauf, dass ihr das klar abgewägt habt in dem Moment oder auch mit vielleicht schon familiären Gedanken oder habt ihr auch nur an Musik machen gedacht? Wie war das für euch? Also bei mir war es definitiv so, ich habe nur an Musik machen gedacht, aber ich bin auch mit 19 da reingekommen in den Studiengang. Ja. Wenn ich jetzt ein Jahr Zeit gehabt hätte, nicht gleich direkt von, sagen wir mal, nach meinem Abitur sofort in die Hochschule reinzustolpern, hätte ich vielleicht noch mal reflektiert und noch mal überlegt, was mache ich sonst so. Aber in dem Zeitrahmen, als ich gemerkt habe, okay, das ist möglich, das jetzt zu machen, habe ich mir gedacht, okay, das ziehe ich durch, dann sind 4 Jahre vorbei, dann kann man immer noch was anderes machen, wenn man das möchte. Ja. Und es ist aber schon immer mit der Zeit, also während ich studiert habe, habe ich noch nicht so viel darüber nachgedacht, weil ich wirklich nur die Musik machen wollte. Aber jetzt in Anbetracht dessen, wenn jetzt auch Frauen früher darüber nachdenken, was habe ich dann für eine Perspektive und vielleicht will ich ja auch Kinder ab einem gewissen Zeitraum oder so, dann ist es schon ein bisschen einzusehen, warum man da vielleicht das als etwas unvernünftiger wahrnimmt oder so. Also vielleicht, würde ich jetzt mal so sagen, oder? Ich weiß nicht, Alex, bei dir. Das ist vielleicht auch so grundsätzlich, so ein Ding, dass die Männer halt da ein bisschen einen Vorteil haben, weil die müssen nicht die Kinder kriegen, ne? Das ist halt nun mal so. Auch wenn man es vielleicht machen wollen würde, es geht nicht. Aber es ist einfach dann der Fall, dass du einfach erstmal raus bist, wahrscheinlich für ein Jahr. Oder zumindest bestimmte Sachen nicht mehr so gut machen kannst. Ne? Gibt es da irgendwelche Erfahrungen? Wir haben jetzt mit Lena drüber gequatscht. Die hat 2 Kids und die hat auch schon ein bisschen darüber geredet, dass du dann schon nochmal ein extra Handicap eigentlich hast. Ne? Oder beziehungsweise. Ja, du machst halt einen Break in deiner Karriere einfach. Das ist ein Riesen. Ich habe es neulich irgendwo gelesen, es stand, ich kann leider die Zahl nicht mehr wiedergeben, pro Kind hat man so und so viele Jahre Karriereknick. Genau. Und dann habe ich mir das ausgerechnet, bei 3 Kindern, wow, okay. Das ist schon erstaunlich. Was ich noch sagen wollte, ist, dass Mädchen, glaube ich schon, also oder das weiß man auch, die werden ja anders erzogen als Jungs. Und das wird jetzt gerade, so wie ich das wahrnehme, und auch da gibt es ja wieder Studien drüber, ich habe das Gefühl, dass es eher wieder zunimmt, dass da eine ganz krasse Geschlechtertrennung vorhanden ist. Also ich meine, es geht ja tatsächlich so bei der Zahnpasta los oder beim Duschgel. Es gibt Duschgel für Jungs und Duschgel für Mädchen. Bei Mädchen sind immer Feen und Prinzessinnen drauf. Mädchen müssen sauber und gepflegt und ordentlich gekämmt sein. Jungs nicht. Und Jungs müssen Helden sein. Jungs sind einfach Superhelden. Und das ist ja für beide schlecht, weil es ja durchaus auch Jungs gibt, die keine Helden sein möchten. Die möchten gerne eine Fee sein, tatsächlich. Genau. Und auch das ist nicht möglich. Ja. Und das ist ein großes Problem. Und Mädchen werden darauf getrimmt, immer alles richtig zu machen und brav zu sein und nicht aufzumucken. Und das widerspricht halt unserem Berufsbild tatsächlich, weil unser Berufsbild hat eben sehr viel damit zu tun, dass man sich durchsetzen muss, dass man eben mit den Unsicherheiten klarkommen muss. Damit, und mir war das auch total egal, als ich diesen Weg eingeschlagen habe, weil ich immer dachte, ja, es wird schon irgendwie. Ja. Aber das muss man eben ertragen können, weil viele macht es wahnsinnig nervös, wenn sie nicht wissen, was habe ich in 3 Monaten auf dem Konto. Ja. Also es kann schon sein, dass es hilfreich ist, wenn du Eltern hast, die da schon ein bisschen weiter sind in Beziehung. Wie soll ich sagen? Also wenn zum Beispiel deine Eltern jetzt auch selber Musiker wären und die schon mal wüssten, wie speziell der Business ist, dann würden die dich vielleicht auch anders ranführen als Frau. Ne? Wenn jetzt deine Eltern eher traditionell unterwegs sind und sagen, naja, eine Frau sollte auf jeden Fall Kinder kriegen, ne? wenn da die Familie schon so fixiert vielleicht dich erzieht,
dann wird es auch, glaube ich, vielleicht ein bisschen anders laufen, als wenn deine Eltern vielleicht schon da so ein bisschen Erfahrung hätten, wie es in dem Musikbusiness abläuft. Also meine Eltern waren auch Musiker, deswegen war es bei mir relativ easy. Ja, klar. Weil selbst bei mir als Mann war schon auch so, dass man gesagt hat, lern erst mal was Gescheites, ne? Mach erst mal eine Lehre. Das habe ich auch gemacht. Selbst da war schon so, dass man gesagt hat, Musiker, das machst du mal so als Spaß. So, ne? Aber dieses Professionalisierte, das gab es bei uns eigentlich erst mal eher so weit hinten. So, ne? Wenn du Glück hast, dann läuft es vielleicht. Und so war es bei mir auch. Ne? Es hat sich dann ergeben, aber man hätte niemals von vornherein gesagt, okay, wenn du Musiker werden willst, dann gehst du studieren und gehst den professionellen Weg. Das kam erst ganz spät. Aber so ist es ja oft, so ist es ja meistens, glaube ich. Ne? Aber ich glaube, bei Frauen generell hast du dann auch nochmal so eine Verschiebung, ne, so was das betrifft, wo die Eltern dann natürlich auch viel schieben können, ne, in eine bestimmte Richtung. Aber jetzt habt ihr denn, seit wie wir ja auch diesen akademischen Weg gegangen, wie waren dann jetzt rückblickend für euch die 4-5 Jahre an der Hochschule? War das jetzt irgendwie, habt ihr euch da aufgehoben gefühlt? Das ist natürlich eine persönliche Sache mit dem Dozenten und so weiter. Das ist so ein Thema. Aber so grundsätzlich auch, wie ist das System etwas, wo ihr sagen würdet, das war damals cool für eine Frau? Oder, also ich fand es zum Beispiel für mich als Mann auch nicht cool. Nur ja, genau. Das ist natürlich noch ein spezielles Mannheimer Problem. Ja, weiß ich nicht, ja? Ja, schon, auf jeden Fall. Also ich meine, ich kenne ja inzwischen viele Menschen, die Musik studiert haben an unterschiedlichen Hochschulen. Und du ja sicherlich auch. Ja. Und genau, wir hatten da ja durchaus mit speziellen Bedingungen zu kämpfen, würde ich sagen. Die psychologisch gesehen alle fertig gemacht haben. Also ich finde jetzt also im Saxophonbereich, würde ich sagen, gibt es den einen oder anderen, der ein bisschen traumatische mit größeren Schäden die Hochschule verlassen hat. Ja, genau. Und einige davon spielen nicht mehr. Das ist, finde ich, schon bezeichnend. Ja. Aber genau, das System Musikhochschule, jetzt im Besonderen im Jazz, das ist leider immer noch genauso, um es auf Deutsch zu sagen, beschissen, wie es vor 20 Jahren war. Weil ich kriege immer noch die gleichen Geschichten von Studierenden erzählt. Und das entsetzt mich wirklich ganz unfassbar. Aber kannst du mal Beispiele geben, wo du sagst, das ist jetzt... Also ich meine es mal ganz konkret, also wir sind uns total einig, dass so ein Studium in sich schon schwierig ist, erstmal wie Kunst in eine bewertbare, vergleichbare Struktur zu drücken. Und dann auch noch soll sie kreativ sein und Improvisation, das ist erstmal grundsätzlich mal schwierig. Ja, klar. Und Mannheim hatte da einen speziellen Weg, der hat mir auch in gewisser Weise geholfen. Auf der anderen Seite hätte ich gerne was anderes gehabt und so weiter. Aber jetzt speziell aus dem Blickwinkel einer Frau, gibt es da Dinge, wo ihr sagen würdet, da habt ihr euch überhaupt nicht aufgehoben gefühlt oder im Gegenteil, hat total Sinn gemacht oder war egal? Kann man das überhaupt unterscheiden? Ja, also ich würde sagen, das sind so latente Nadelstiche. Also so würde ich das bezeichnen oder mal mit einer größeren, mit einer kleineren. Aber also so Dinge wie, dass bei nach der Aufnahmeprüfung darüber geredet wird, ob die Pianistin jetzt einen Stringtanga anhatte oder nicht. Und sich von wem? Die komplette Hochschule. Naja, irgendein Professor hat das erzählt einem Studenten und die Studenten zerreißen sich das Maul drüber. Wow. Oder die Tatsache, dass einer meiner Kollegen mir erzählt, dass meine Kommilitonen darüber reden, ich sei nur genommen worden wegen der Titten. Sorry, genau, da könnt ihr einen Piep drüber machen. Nee, ich könnte noch was sagen. Genau, laut solche Dinge, und die sind immer wieder passiert, oder du sitzt als einzige Frau in der Big Band und der Professor macht einfach einen ätzenden scheiß Frauenwitz oder Blondinenwitz. Ja, kann ich bestätigen. Das kann ich, das ist mir damals auf jeden Fall... Und, genau, und das macht was. Also ich habe das zu der Zeit tatsächlich nicht so wahrgenommen, dass das was mit mir macht. Aber klar, rückblickend verstehe ich das, was da passiert ist. Und es gibt einfach auch viele, die das nicht aushalten. Deswegen sind ja auch so viele plötzlich weg gewesen. Also ich erinnere mich, da waren einige Musikerinnen im Studiengang, die waren plötzlich weg. Ich weiß nicht, was mit denen passiert ist, aber die sind einfach nicht mehr da gewesen. Ja, und ich weiß ja auch, wie die Mitstudenten sich wirklich auch
unschön geäußert haben über die Kommilitoninnen und ja. Das, ja, das stimmt, das erinnere ich mich auch. Also da war manchmal echt so ein ganz, ganz, ja, also kein musikerfreundliches Klima einfach in dem Zusammenhang. Aber das ist auch einfach, würde ich mal sagen, jetzt so ein Universitätskoller, würde ich auch mal sagen. Weil halt so, eigentlich kann man den Beruf ja komplett ausüben, ohne dass man diesen Studiengang belegt. Ja, genau. Wenn man das Selbstbewusstsein dafür hat und halt die Expertise heranziehen könnte selbst. Mhm. Aber es ist natürlich auch eine Plattform, wo du in Interaktion gehst. Und wenn du das halt überlebst, so als Frau da durchzukommen, hast du natürlich auch ein ganz gutes Fell, um so zu wissen, so was so sonst so um einen herum alles so im freien Markt eben immer mal wieder vorkommt, so auch. Ja, oder aber, halt nicht mehr. Oder halt nicht mehr. Das kommt natürlich darauf an, wie du es gestaltest. Du kannst ja bestimmte Situationen einfach komplett meiden, so. Aber ich muss jetzt sagen, also für mich persönlich, ich habe das jetzt in erster Linie erstmal als sehr positives Symposium als Musikerin empfunden, weil einfach mal Musiker da waren, die sehr selbstbewusst ihr eigenes Ding fokussiert haben, so. Und einfach auch virtuos sehr toll gespielt haben. Und das fand ich in Mannheim eigentlich immer sehr cool. Also da war das mit den Mitstudenten, war das immer inspirierend. Auch als einfach, dass wir jetzt auch mal hier sitzen. Ja. Also wir kennen uns ja schon lange. Ja. So. Und für mich war das erstmal nur so, wow, es gibt sehr viele richtig coole Musiker, die da alle Bock drauf haben. Mhm. Und das war sehr positiv. Aber ich habe es auch eine Situation gehabt, wo zum Beispiel die Freundin von meinem Professor in den Unterricht gekommen ist, weil sie sich Sorgen gemacht hat, dass der Professor mit also irgendwelche Dinge mit mir anstellt. Ach, oder so. Keine Ahnung, aus Eifersucht. So. Ja, wahrscheinlich als unbegründete Eifersucht. Ja. Dann hat er sich immer dafür entschuldigt, hat gesagt, oh ja, also sie kommt schon wieder in den Unterricht. Wow, das ist jetzt aber krass. Wobei das überhaupt nicht angebracht war, weil ich hatte mit ihm eigentlich ein super Verhältnis so, und ich habe überhaupt nichts in diese Richtung jemals irgendwie gehabt. Mit denen ich mit den Jungs total gut klargekommen. Schöne Situation, das stelle ich mir. Aber das war wirklich ein bisschen strange. Und das würde einem natürlich, glaube ich, nicht unbedingt passieren, wenn man jetzt als Mann im Unterricht ist, dass dann irgendwie die Frau mitkommt. So. Die Doppeldominante der Weiblichkeit. Das ist unglaublich. Aber was ich, also ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Musikerin, die vor kurzem erst ihren Abschluss gemacht hat. Ja. Und die hat mir dann eben erzählt, ja, es gab halt eben unangenehme Situationen mit ihrem Professor, die übergriffig waren, also nicht sexuell übergriffig, aber psychologisch einfach nicht cool. Und dann hat sie sich an den Vertrauensprofessor gewandt, der natürlich auch ein Mann ist, und der dann zu ihr gesagt hat, ja, das musst du ertragen. Ja, top. Ja. Super. Genau. Super Vertrauensperson. Genau. Aber ich muss nochmal dazu dir beipflichten, was du jetzt eben gesagt hast. Wir haben jetzt keine Namen genannt, müssen wir auch nicht tun, aber wir hatten ja bei den gleichen Dozentenunterricht, wir drei immer mal wieder dann, aber speziell wir beide, weil wir eben den exakt gleichen Studienfach belegt haben. Und ich muss sagen, dass das psychologisch auch Männern gegenüber absolut bescheuert war, ja, und pädagogisch gesehen wirklich nicht vorteilhaft. Und dass es da auch Männer gab, die da sehr stark drunter gelitten haben. Also war einfach so ein Druck ausgeübt wurde, so ein psychischer Druck irgendwie. Bei mir hat sich das so ausgewirkt, ich konnte damals nicht wirklich spielen. Ich war, glaube ich, musikalisch sehr talentiert und hatte total breite Auffassung von verschiedenen Stilistiken, weil ich auch verschiedene Sachen gemacht hatte. Aber am Saxophon war ich noch relativ, oder vor allen Dingen theoretisch war ich noch nicht stark genug. Und musste, und ich habe diesen Druck, der da geherrscht hat, den habe ich so in Tatendrang umgesetzt, dass ich gesagt habe, okay, fuck, ich muss halt einfach jetzt 8 Stunden üben. Und habe halt einfach die ersten 3 Jahre wahnsinnig viel geübt und wahnsinnig viel gemacht, um für mich auf ein Level zu kommen. Aber was mir, und darauf will ich nämlich jetzt hinaus, was mir total gefehlt hat, ist, dass man speziell vielleicht in Mannheim, weil das kenne ich von anderen Schulen anders, dass man in dieser akademischen Welt danach geschaut hat, welche Stimme hat denn der oder diejenige? Was kann man aus diesem Charakter rausholen? Das war nämlich da gar nicht, sondern wir mussten quasi Schema 1 abliefern, den Schein machen. Im Grunde wäre es perfekt, wenn alle gleich gespielt hätten und alle im gleichen Tempo Giant Steps hätten abliefern können. Dann wäre es egal, wer du bist, du hättest den Schein gekriegt, so ungefähr. Und ich finde, gerade da ist es doch so spannend, ob man jetzt Mann, Frau, divers, schwul, hetero, whatever ist. Jeder von uns hat eine andere Stimme, hat einen anderen Sound, hat eine andere Herangehensweise. Und das finde ich doch gerade so spannend. Und insbesondere jetzt, wenn ich mit anderen Menschen Musik mache, wo es vielleicht auch in den kreativen Bereich geht, wo es im improvisatorischen Bereich geht, dass man einfach,
hört geil. Wie du gerade sagst, Scofield klingt wie Scofield, weil der halt diesen Sound hat. Und ich finde gerade auch beim Saxophon, wir haben halt bei Holzblasinstrumenten so die Möglichkeit, mit dem gleichen Instrument so viele verschiedene Sounds zu erzeugen. Und das hat mir in diesem Studium total gefehlt, dass man das rausschält und vielleicht auch bewusst dann bei Frauen, die nicht wie die Typen mit Ellbogen dastehen und Giant Steps auf Tempo 500 spielen wollen, mal zu hören, was willst du denn? Wie klingst du denn? Wer bist du denn? Und das hat überhaupt nicht stattgefunden. Also zumindest habe ich das nicht wahrgenommen. Das hat nichts mit Frau und Mann zu tun. Wie gesagt, das ist eigentlich, kann man auch nur auf Männer beziehen. Aber wenn diese das Interesse oder die Bereitschaft dafür da wäre, mehr in den Charakteren zu suchen, dann wäre es vielleicht auch mehr Offenheit dafür da, zu sagen, hey, ich nehme bewusst jetzt mal mehr Männer oder mehr Frauen auf, weil die klingen halt geil. Oder der Typ oder die Typin hat was ich haben will, dann nehme ich die auf, um das rauszuholen. Ja, das würde man sich wünschen auf jeden Fall. Ne? Genau, das hat mir auf jeden Fall gefehlt. Ja, aber das also, ich meine, ich fand es ganz interessant, ihr erinnert euch an den Arrangement-Professor Jürgen Friedrich, der hat irgendwann mal in einem Kontext gemeint, hey Katharina, studieren ist gefährlich. So. Okay. Und ich habe auch sehr gut verstanden, in welchem Kontext er das gemeint hat, weil nicht alle Charaktere passen natürlich in die Konzeption dessen, wie dieser Studiengang gemacht ist. Ja? Und an sich, dieser ganze Studiengang ist auch natürlich eine Frage. Sollte man Improvisation in dem Rahmen studieren können? So, das ist ja das ist ein Diskussionsbestandteil von auch, wie ist das konzipiert, was passiert. Ja. Das ist auch eine sehr unterschiedliche Antwort in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern, wie man überhaupt mit sowas umgeht. Und es gibt es ja auch noch nicht ganz so lange eben, jetzt wie zum Beispiel ein klassisches Musikstudium oder so. Deswegen denke ich, wir sollten jetzt vielleicht auch in der Diskussion einen Schwenk machen und von dem akademischen Kontext wegkommen. Genau. Geil. Wie ist es denn jetzt danach? Das ist so noch traumatisierend wahrscheinlich. In einem gewissen Rahmen. Wir sind jetzt alle seit über 15 Jahren eigentlich Profis mit allen Facetten, unterrichten, eigenes Zeug, Sideman. Hat sich das für euch irgendwie, kann man sagen, es hat sich, wie war das nach dem Studium dann, so die ersten oder überhaupt, ist es dann egal gewesen, man ist aus dieser nervigen Institution raus und wird es dann schwieriger, wie würdet ihr es beschreiben? Ja, ich glaube, da haben wir wahrscheinlich total unterschiedliche Blickwinkel drauf, würde ich mal vermuten, weil wir sehr unterschiedliche Sachen machen. Also bei mir war es so, dass ich gegen Ende meines Studiums dann irgendwann beschlossen habe, okay, ich mache jetzt einfach mein eigenes Ding und mich interessiert es jetzt nicht mehr, was hier passiert und was mir da jemand versucht zu erzählen oder was mir derjenige eben nicht erzählt, weil er hat mir einfach sehr viel nicht erzählt auch. Über den eigentlichen Inhalt des Instruments oder dessen, was man tun kann. Genau, und das war für mich eigentlich der wichtigste Step, zu sagen, okay, ich brauche jetzt meine Band, ich gründe meine Band, ich schreibe meine eigene Musik und versuche das auf die Bühne zu kriegen. Und das habe ich irgendwann in den letzten 2 Jahren meines Studiums angefangen und dann eben auch weitergeführt. Und genau, das war dann eben für mich der Einstieg ins BandleaderInnen-Dasein. Und das im Prinzip das, was ich jetzt mache. Und auf dem Weg habe ich viele, viele tolle Menschen getroffen, von denen ich viele Sachen gelernt habe, von denen ich nach wie vor profitiere und eben so mein Netzwerk gesponnen, was relativ weit ist inzwischen, genau. Du hast relativ schnell eigentlich auch so dieses professionelle Denken entwickelt, von wegen, okay, wie manage ich eine Band, ich brauche meine Connections, ich muss Leute anrufen, ich muss denen natürlich erklären, was von ihnen vielleicht erwartet wird, was es für ein Projekt ist und so. Ja. Also da kommt man ja relativ schnell in so eine pure, praktische in so ein Anwendungsgebiet, wo du sagst, okay, da ist mein Studium jetzt, ich habe diese Werkzeugkiste mitgenommen aus dem Studium, ich kann mein Instrument, ich kann das und das bedienen, aber jetzt muss ich auch irgendwas daraus machen. So, ne? Das ist ja dann eigentlich. Genau, ich habe mir sehr, sehr viele Dinge auch selbst erarbeitet, die eigentlich im Optimalfalle Teil eines Studiums sein sollten. Mhm. Also so wirklich so wie diese ganz banalen Business-Dinge, die einfach dazugehören, die man an der Pop-Akademie lernt oder an vielen anderen Hochschulen ist es jetzt inzwischen auch Thema. Also ich mache zum Beispiel Unterrichte in Mainz an der Musikhochschule und da gibt es eben solche Sachen wie Berufsplanung und Karriereplanung und so. Und, genau, das ist, glaube ich, echt auch wichtig, weil da geht es darum zu reflektieren, wo will ich denn eigentlich hin und wie komme ich dahin? Ja.
Genau. Was, um jetzt wieder auf dieses männlich-weibliche Ding zu kommen, auch ein Fakt ist, Frauen sind seltener Side-Women als Männer. Ja. Es ist, es ist einfach ein Fakt. Ja. Frauen werden seltener angerufen. Mhm. Kommt drauf an. Ja, kommt vielleicht drauf an, aber also Ausnahmen, nee, Ausnahmen bestätigen da ja auch sicherlich die Regel, aber es ist einfach so tatsächlich. Frauen sind seltener. Stimmt auf jeden Fall schon, aber, auf der Telefonliste. Aber definitiv. Du hast auf jeden Fall auch jetzt mal im Vergleich zu vielen Männern, vielleicht auch deswegen, ich weiß nicht, aber du hast es ja sehr früh entschieden. Du hast diese Entscheidung, du willst diesen Weg gehen, hast du sehr früh entschieden, finde ich, also so im Vergleich mit vielen anderen. Und hast dein Ding durchgezogen, muss man wirklich mit Hochachtung so sagen. Und was ich bei dir auch geil finde, das ist meine persönliche Geschichte, ich finde es immer blöd, und das ist auch nichts Sexistisches mit Männern und Frauen, das ist bei Männern für mich genauso, wenn jemand sehr mit Äußerlichkeiten wirbt, ne? Ob das ein Typ ist, der den Sixpack zeigt, oder eine Frau ist, die sich bauchfrei mit allen Merkmalen, die nichts mit der Kunst zu tun haben, präsentieren irgendwie. Und in deinem Fall, das finde ich wirklich geil, du hast auch, was deine Coversachen angeht und das ganze Artwork und so, du hast ja wahrscheinlich mit verschiedenen Künstlern auch gearbeitet, Fotografen und so, aber das hatte in deinem Fall immer eher eine Coolness und eine ich stehe über den Dingen, als eine ich mache mich jetzt, ich ziehe mir Stöckelschuhe an, ne? Oder weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, das war ja eine bewusste Entscheidung. Genau. Klar, natürlich. Ja, okay, super. Das war ja so dieses, so mein erstes bekannteres Album. Das heißt ja auch No Bla Bla. Und das war so ein bisschen eben auch mit diesem Hintergrund so betitelt. Und dass es einfach so unfassbar viel Bla Bla über Frauen in der Musik gibt. Ja. Also wenn du so eine typische Jazz-Zeitschrift aufschlugst damals, dann wurden Frauen halt wirklich immer über die Äußerlichkeiten definiert. Und deswegen hatte ich mir dann überlegt, okay, ich mache ein Cover und da ziehe ich eben so einen, in dem Fall einen roten Blaumann an. Genau. Damit das nicht thematisiert wird, mit dem Ergebnis, dass alle über dieses Cover geschrieben über das, was ich auf dem Cover anhab, geschrieben haben. Ja. Genau, also es ist so ein bisschen, also man hat viel drüber geschrieben, aber leider hat das nicht so ganz funktioniert mit dem nicht über die Äußerlichkeiten. Okay, ich hab also sag mal jetzt, ja, das ist halt schon ziemlich Dinosaurier-Style, was da manchmal so geht. Also ich muss auch sagen, ich habe einmal ein Gig gespielt in letzter Zeit, wo mich das jetzt gerade daran erinnert, was sie gesagt hat. Und zwar, da ging es darum, ich sollte halt für so eine Swing-Veranstaltung gebucht werden. Und derjenige war halt ein älterer Saxophonist aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und der wollte praktisch für sich selbst so eine Frauen-Rhythmusgruppe hinter sich sitzen haben, die dann irgendwie adrett gekleidet seine Sache begleitet. So. Und da ich ihn halt von der Session kannte und halt auf der Session einfach immer als Player irgendwie gut durchgekommen bin, hat er gemeint, ah, willst nicht diesen Gig spielen? Und dann meinte ich so, ja klar, kann ich machen. Was soll ich denn da anziehen, wenn das so Swing-Time ist? Und dann, ich habe so Swing-Schuhe, die jetzt irgendwie so sind und habe halt so ein Outfit irgendwie zusammengestellt. Man hat, ja, ich komme dann halt wahrscheinlich irgendwie so, was anderes habe ich nicht und ich werde auch jetzt nicht irgendwie mit großartigem Kleid auftauchen. Ja, alles in Ordnung. Und dann bin ich halt in die Mucke gekommen. Dann hat er das irgendwie von der Zeit her total mies disponiert gehabt. Das heißt, wir hatten irgendwie so einen Spot, wo wir eigentlich dann erst später spielen durften, so. Und letzten Endes war ich eben eigentlich nur für 2 Stunden gebucht, aber er hat uns eigentlich dann 5 bis 6 Stunden anwesend sein lassen. Mhm. Und kurz bevor dann, also praktisch der Gig war, hat er dann gefragt, und ziehst du dich jetzt noch um? Und ich so, nö, das ist so, wie ich jetzt angezogen bin. Das ist mein Outfit. Was hast du denn jetzt erwartet? Mhm. Und dann hat er halt gesagt, ja, meine Erwartungen sind jetzt gerade gestorben. Und dann dachte ich so, warum geht's? Ja, und dann habe ich halt gedacht, so, eigentlich würde ich jetzt gerne abreisen, aber ich werde jetzt die anderen nicht reinreiten und jetzt irgendwie so eine Szene machen letzten Endes dann. Aber ich habe dann seit dieser Zeit natürlich nie wieder auf dieser Session gespielt und er hat mich natürlich auch nie wieder angerufen für die Sachen, weil ich halt einfach an dieser Stelle habe ich dann auch gesagt, hey, so kannst du sowas an sich nicht organisieren. Das ist total unprofessionell. Also es war auch vollkommen egal, wie gut du spielst. Es ging nur um dieses Thema. In dem Fall, ich weiß nicht, also ich denke nicht, dass das jetzt so viel irgendwie anders gelaufen ist, als das, wie es hätte sein sollen. Irgendwie so. Ich meine, es gibt ja immer irgendwie Sachen, wo man jetzt sagen kann, okay, vielleicht wollen die so Sachen vielleicht ein bisschen anders haben. Aber in Anbetracht, wie das organisiert war, war das einfach ein gut gemachter Job und es war okay. Ja. So. Und das Interessante war aber einfach halt dieses
ja, einfach diese Diskussion, die dann in dem Zusammenhang so entstanden ist. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, also seine Ansicht war eigentlich, die Frauen sollten ihn da schön schmücken und die Klappe halten und das Ding halt irgendwie so durchziehen. Und das ist mit mir einfach nicht gelaufen, weil ich habe halt klare Ansagen, bis wann buchst du mich? Mhm. Wenn ich da hinkomme, dann will ich, dass es zu der Zeit stattfindet, wo das dann auch ist. Und so kannst du mit mir nicht umspringen. Ja? Was denkst du dir? Da bin ich auch nie wieder spielen. So, ja. Bist du da relativ selbstbewusst dann auch? Du weißt ja, natürlich. Ungefähr, also in dem Zusammenhang denke ich mir nur, aber andere gehen da vielleicht raus und können eine Woche lang nicht mehr spielen oder sagen komplett, dieser Job ist nichts für mich, ich mache lieber was anderes. Ja. Also ich glaube, das ist das Thema, was du vorhin gesagt hast. Du brauchst schon wirklich auch ein bisschen schon Selbstbewusstsein, um über solche Situationen dann hinwegzugucken, ne? Oder da diese Runde. Genau, ich meine, unangenehme Situationen haben wir wahrscheinlich alle schon erlebt. die gibt es auch für jeden, aber ich glaube einfach, bei Frauen passieren sie halt wesentlich häufiger und auf einer anderen Ebene. Eben, das ist eben oft so eine übergriffige Ebene, die mit Äußerlichkeiten zu tun hat. Es ist eine sexuelle Ebene. Also ich meine, wie oft wird man angefasst von irgendjemandem, den man noch gar nicht kennt? Oder, also ich habe so aus jüngster Zeit interessanterweise im letzten Jahr so ein paar Sachen erlebt, also auch mit Journalisten. Der Jazz-Redakteur, der mir vorm Abendessen, vorm Konzert erzählt, wann und wo in seinem VW-Käfer er seinen Sohn gezeugt hat. Oder hat dich auch total interessiert, ne? Und ja, wolltest du auch wirklich wissen. Ja, offensichtlich stand mir das auf der Stirn geschrieben, dass ich da jetzt gerne drüber reden möchte. Wow. Oder der Redakteur, der mir schreibt, weil er zu einem Konzert kommen möchte und eine Freikarte haben möchte, dass er ein großer Fan ist und ein Plakat von mir an der Schlafzimmertür hängen hat. Und also lauter solche Sachen. Ich hätte noch einige weitere Beispiele. Und ich habe wirklich überlegt, also ich muss sie wirklich mal aufschreiben, damit ich sie mir merke für die richtige Zeit. Aber es gibt auch einfach tatsächlich Beispiele, da überlege ich mir dann so, okay, ich möchte das natürlich jetzt nicht veröffentlichen, weil das ist ein Nachteil für Schädlich, mich. Ja. Weil, wenn ich diese Geschichten erzähle, dann weiß der Angesprochene natürlich sofort, Mist, war ja ich. Unser Podcast, der ist nicht so bekannt, brauchst ja keine Sorge. Deswegen habe ich das ja jetzt auch erzählt, weil das ist relativ unwahrscheinlich. Aber genau, wenn man eben auch in Zukunft den Artikel haben möchte, dann überlegt man sich das natürlich gut, ob man Dinge veröffentlicht oder nicht. Natürlich, ja. Ja, das ist krass, aber ich glaube, es ist schon wirklich, das ist so die Welt. Wenn man so als Mann da drauf guckt, dann kann man das, glaube ich, nicht immer so direkt verstehen. Also wir müssen da, glaube ich, generell auch noch ein bisschen oder recht viel lernen, weil bei Frauen ist es immer so, dass es aufs Äußerliche, ne? Das ist einfach so, das liegt über allem so ein bisschen drüber, ne? Und man rutscht schnell oder generell die Gesellschaft. Es geht ja auch darum, wie ein Publikum Musiker beurteilt oder sieht. Mhm. Und das Publikum muss ja auch nicht immer Ahnung davon haben, wie gut ein Bassist oder wie schlecht ein Bassist ist, sondern die gucken erstmal, wie sieht vielleicht die Person aus oder wie kommt die rüber auf der Bühne. Ne? Entweder wie extrovertiert oder wie introvertiert ist sie auf der Bühne oder welche tollen Schuhe die Person anhat oder was auch immer. Diese Äußerlichkeiten sind immer irgendwo vorhanden. Aber wenn man darauf reduziert wird, dann sind wir halt mal ein Problem. Und ich glaube, da muss die Gesellschaft an sich halt generell ein bisschen drauf achten. Ne? Ich finde auch, es gibt natürlich Dinge, die haben alle verschiedenen Geschlechter gemein, wenn man beurteilt wird als Musiker, Musikerin. Wie gut spielt der? Wie gut sieht die aus? Wie bewegt man sich? Wie energetisch wirkt das? Und wie auch immer für die jeweilige Situation wird man da bewertet. Natürlich, ich habe mich gerade gefragt, habe ich sowas schon mal erlebt, was du gerade erzählt hast, Katharina? Das Einzige, was ich erlebt habe, ist, dass man halt gesagt bekommt bei irgendeinem Gig, hier, wir ziehen diese Klamotten an, such dir die richtigen raus von der Größe. Mhm. Und dann ist es ein Karnevalsgig, habe ich noch nie gemacht, aber neulich haben wir so ein Fernsehding gemacht, da waren auch so 1920er Klamotten irgendwie. Ich sah total bescheuert aus. Ja, du hattest auch schon die Situation, dass man von dir verlangt hat, auf dem Tisch zu stehen beim Saxophon-Solo. Ja, ja, genau. Ja, oder dass man gesagt hat, kannst du nicht im Eingangsbereich noch ein bisschen für die Leute spielen? Genau, ja, aber genau. Ja. Solche Sachen passieren, aber der Unterschied ist der, dass das überhaupt nichts mit meiner Sexualität macht. Genau. Denn das könnte eine Frau genauso scheiße finden wie ich. Ja. Ich habe keinen Bock, da zu stehen. Ich habe keinen Bock, die Sonnenbrille aufzuziehen. Ich habe keinen Bock, 20 Jahre Dress anzuziehen, weil das meinem Körper, sieht scheiße aus, wie auch immer.
Aber dass ich gefragt werde, zieh dir mal irgendwie was Bauchfreies an oder ja. zum Beispiel jetzt so schulmäßig. Aber das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wenn das quasi jemand sagt, du zieh dich mal bitte an wie ein Schwuler jetzt. Wie sieht ein Schwuler aus? Aber was ich nicht will, weil ich das körperlich nicht bin. Und dann geht das vielleicht in diese Richtung. Und das passiert ja nie. Das, als Mann hast du nie diesen Moment, dass du in deinem Job, dass dir sowas widerfährt. Und bei einer Frau habe ich das selber auch schon häufiger miterlebt. Ja, wäre schon besser, wenn der eine Knopf noch mehr offen ist. Oder wenn ein Rock, bitte Frauen Röcke anziehen, Männer schwarze Hose. So, das ich denke, es ist ein klarer, häufig auf, ist ein, auf irgendwelchen Dingen. Auf jeden Fall ein Unterschied, ob sie das jetzt entscheidet. Oder ob das jemand für sie entscheidet. Genau. Ich glaube, das ist der krasse Unterschied. Ja, und es ist auch was anderes, sorry, aber wenn ich halt angerufen werde als ich, als Session-Player, ist es was anderes, als wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich spiele in einem Theater. Mir ist total egal, wie ich da angezogen werde. Wenn ich sage, es gibt ein Kostüm, dann ist das halt das Kostüm für die Show. Ja, genau. Punkt. Dann interessiert mich das auch nicht, weil das gehört zu dem Vertrag dazu oder sowas. Aber wenn ich jetzt als ich selbst angerufen werde, dann muss, und es ist sogar noch abgesprochen, mit welcher Garderobe ich so ungefähr da auftauche. Ja, das ist ja der eigentliche Punkt da. Dann kann auch nicht unterschwellig erwartet werden, dass ich jetzt irgendwie so etwas adretter auftrete auf die Art und Weise. Ja. Wenn das jetzt abgesprochen ist in der Art, weißt du? Ja, vor allem, wenn jemand zu dir sagt, komm mal adrett, vielleicht ist, ne? Ja, aber das hat er ja noch nicht mal gesagt gehabt, ja, in dem Zusammenhang. Also ich, so, okay, ich will jetzt nicht drauf rumreiten, aber ich finde es halt schon. Nee, ich meine nur, was ist, wenn jetzt jemand sagt, speziell. Du sollst fein aussehen, für dich ist fein vielleicht ein anderes Begriff als für ihn. Genau, das ist ein vollkommen anderes Szenario als für ihn. Und es sollte halt dann sein, so wie ich das empfinde. Und wenn ich halt als die Person respektiert werde, die ich bin, dann hat das auch diesen Spielraum. Ja. Wenn das aber übergriffig wird, dann hat es diesen Spielraum wohl offensichtlich nicht. Und wenn jemand Erwartungen in Bezug auf mich darauf haben kann und die dann irgendwie noch gegen mich ausspielt in so einem Zusammenhang, dann denke ich mir, okay, das war's halt dann natürlich für immer. Ja, das ist, aber das ist ja auch dann okay, denke ich. Aber das ist, ich finde es ein riesengroßer Unterschied, weil ich glaube, es passiert Männern einfach, ich selber kann mich an keine einzige Situation erinnern, wo ich sagen würde, das war jetzt dahingehend übergriffig, wie du das gesagt hast. Ich kenne viele andere Situationen, wie du auch meinst, die wo man auch als Mann sagen kann, da ist irgendwie viel schiefgelaufen. Aber sowas ist mir noch nie passiert. Sowas, muss ich echt sagen. Ich habe manche Gigs abgesagt aus anderen Gründen. Die gingen so ein bisschen in so eine Richtung. Irgendwelche Sexpartys oder irgendwelche Sachen, wo ich jetzt sagen würde, da sehe ich mich nicht. So, das ist nicht mein Ding. Auch das ist wiederum nicht geschlechtsabhängig. Da würde man auch als Frau sagen, nee, gehe ich nicht hin oder gehe ich erst recht hin, weil ich Bock drauf habe. Aber sowas ist mir noch nie passiert, muss ich sagen. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der dazukommt. Und gleichzeitig gibt es ja so Sachen zum Beispiel wie Prince oder auch andere Bands oder Bandleader, die sich tolle Bands zusammenstellen, wo immer geile Frauen, damit meine ich geile Musikerinnen, dabei gewesen sind. Sheila E., Candy Dulfer, und so weiter und so fort, beispielsweise nur irgendwie. Da habe ich das auch nie so wahrgenommen, dass Prince oder solche Leute sich das aus, vielleicht auch aus, Prince war ja auch ein Styler und es waren natürlich auch schöne Menschen, die er sich da gesucht hat, aber sie waren auch gute MusikerInnen. Das war immer für mich auf einem Level, wo ich sagen würde, die Musik comes first, so war es bei Prince zumindest in meinen Augen immer, und sich dann aber eben mit einer möglichst vielfältigen Band zu umgeben, finde ich total attraktiv. Aber wenn das so, ich erinnere mich auch, weiß nicht, ob du das kennst, es gibt, oder ich glaube, es gibt es nicht mehr, es gab mal so eine Saxophon-Quartett-Event-Situation, ich weiß auch gar nicht, wer das war, oder irgendwo in Süddeutschland, wo man dann auf der Webseite dann auch, es war ein Bandleader, der dann drei weitere Frauen hatte, die man buchen konnte. Ja. Das waren auch ein Pool von Frauen, wie es im Eventbereich so häufig ist, dass man immer eine spielfähige Besetzung zusammenstellt. Und dann standen die Frauen mit Namen, mit Vorname, was weiß ich, Susi. Und dann konnte man die Band auch in verschiedenen Outfits buchen. Also du konntest auf der Website schon sagen, ja, klar, bitte im blauen Pailletten-Ding. Und oder die Saxophonistin mussten eine gewisse Körpergröße haben. Also da konnte nicht jeder mitspielen. Ah, da weißt du mehr als ich, okay. Ja, genau. Also sie mussten irgendwie den passenden Body Mass Index haben und die richtige Körpergröße eben. Wow, echt? Ja, ja. Das ist ja und zum Teil hat er dann auch Mädels Saxophonspielen beigebracht. Wenn er eben nicht genug gefunden hat, dann ist er hergegangen und hat gesagt, ja komm, in 6 Wochen kriegst du das hin, dass du das spielst. Boah. Und genau, die waren dann aber auch tatsächlich eine Zeit lang unfassbar viel gebucht. Ja, genau. So, mein entsetzlichstes Erlebnis war, als ich gesehen habe, die haben bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises gespielt. Standen die tatsächlich da auf der Bühne und haben leider eben auch gar nicht mal so gut gespielt.
Was ja verständlich ist, weil eben da ging es nicht um die Musik, sondern es ging da definitiv um die Optik. Und da war durchaus auch mal die ein oder andere Kollegin dabei, die auch wirklich spielen konnte, aber eben die Mehrzahl würde ich jetzt mal behaupten. Ja, es ist oft nicht so, ne? Ich meine, Musik hat Nummer, das ist so, hat natürlich einen großen Anteil von Entertainment und Show, ne? Das ist so. Dann gibt es natürlich Situationen, wo das Äußerliche darüber kaschieren soll, wie gut jemand nicht spielt vielleicht. Ne? Wenn du zum Beispiel halt eine Band hast, wo keiner spielen kann, aber die sind alle tierisch aus, kann das vielleicht trotzdem Erfolg haben. Oder es ist zumindest oft das Konzept, wo darüber kaschiert wird. Und dann ist es halt immer die Frage, ne, was ich schon gesagt habe, spielst du in der Band oder wirst du angerufen und jemand will von dir, dass du einen bestimmten, ein bestimmtes Outfit trägst? Oder entscheidest du selber, was du willst oder nicht? Und ich glaube, das ist im Großen und Ganzen immer der Punkt, dass man da unterscheiden muss, so, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel bei einem Musical mitspielst und du bist jetzt auf der Bühne zu sehen, dann ist es ja klar, dass da vielleicht irgendein Konzept dahinter ist, ne? Aber da redet man ja vorher drüber. Aber wenn man dann kurz davor ist, auf die Bühne zu gehen, dann sagt jemand, ziehst du dich noch um? Das ist natürlich schon krass. Ich glaube, das sind Sachen, die man vorher klären muss, was da die Voraussetzungen sind, um das zu machen. Und dann redet man da halt drüber. Ne? Aber zum Thema Reden, wir haben, bevor wir den Podcast gestartet haben, haben wir so ganz kurz, sind wir schon in so einen Redeschwall verfallen. Und dann haben wir dich unterbrochen, damit du deine Gedanken gleich nochmal sagen kannst, Katharina. Du hast was gesagt zum Thema Kommunikation in reinen Frauen. Besetzung. Genau, das habe ich auch gerade vorhin schon gedacht, dass wir da... Wo ist denn der Unterschied? Wäre sowas passiert? Wahrscheinlich nicht. Nee, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Aber also wo ist da der Unterschied? Sagen wir mal, ich bin jetzt in einer ziemlich luxuriösen Situation gelandet, dass unsere Kollegin Nicole Johantgen hat sich extrem engagiert gehabt in der Schweiz, so ein Konzept zu machen, was Frauen unterstützen soll in dem Marketingbereich. Und dann hat sie sich überlegt, wie könnte man das gestalten, dass man jungen Frauen ein bisschen mehr Anleitungen gibt, wie sie, sagen wir jetzt mal, mit dem freien Markt klarkommen, um vielleicht eine Chance haben, sich besser zu akquisieren in einem gewissen Rahmen. So. Also aber in der Art und Weise, wie sie sind oder halt eben auch mit dem Selbstbewusstsein, was sie dafür brauchen. So. Und um das zu bestärken, hat sie dieses SOFIA-Programm damals gemacht, also als Supportive Female Improvising Artist. Und ich bin da 2014 in der ersten Pilotphase gelandet, da hatte sie mich angerufen und also Bass zweitbesetzt gehabt, weil sie eine sehr junge Musikerin bei YouTube gesehen hatte und nicht wusste, ob wir das hinkriegen, dass wir die Konzerte so gestalten können. Wenn sie jetzt da Bass spielt, weil sie einfach nicht wusste, worauf lässt sie sich ein, wenn sie einlädt. Und das Schöne war aber, an dem Programm habe ich sehr viele Musikerinnen kennengelernt, jetzt so europaweit. Und da hatten wir die Situation, wir waren auf einmal ein Septett mit eigentlich nur Musikerinnen, die so wie die Alex jetzt auch eigentlich ihr eigenes Projekt eben haben. Das ist auch die Voraussetzung für das Programm war, dass du eine eigene Vision hast, als Bandleaderin eben aufzutreten. Und dass du aber trotzdem die Spielpraxis hast, dass du eben in so einer Festivalsituation bestehen kannst, wenn die Anforderung ist, du musst jetzt sehr schnell ein Konzertprogramm abliefern können. Und das ist auch richtig cool dokumentiert worden damals. Und in dem Zusammenhang haben wir dann eine Band gegründet, nämlich mit der Rhythmusgruppe haben wir so ein Quartett gemacht. Also das hieß dann Nebulös, haben wir uns genannt. Und da hatte ich zum ersten Mal den Eindruck, als wir zusammengespielt haben, dass es auch eine andere Art von Arbeiten ist. Jetzt so unter Musikerinnen hatte ich so das Gefühl, es ist einfach, wenn man jetzt wirklich den Raum so komplett aufmacht, muss man sich auch überlegen, jetzt, wenn man zum Beispiel qualifiziert und man sagt, ab wann spielt jemand denn gut? Ja? Da legen jetzt, würde ich mal sagen, vielleicht Männer auch in einem gewissen Rahmen andere Prioritäten als Frauen das manchmal tun. Also ich habe halt so das Gefühl, bei Frauen ist es oft so, wie wenn du halt so, wie wenn du gemeinsam so ein Gemälde erzeugen willst oder halt irgendwie oft innere Bilder auch hast oder so. Und auf die Art und Weise ist es nicht immer, es hat nicht immer wie soll man das sagen, halt so ein, es hat wenig Wettbewerbsaspekt oder sowas. Ja, während, also ich habe jetzt so das Gefühl, dass, wenn Männer zusammenspielen, ist auch oft so, man macht oft auch so ein bisschen eher jetzt eine Sache, die halt so eine Virtuositätsshow manchmal ist. Und ich habe den Eindruck, dass bei Frauen ist es nicht diese Priorität überhaupt.
Also auch jetzt, wenn man zum Beispiel Solo spielt, ist die Priorität komplett anders. Also es geht oft mehr um dynamische Dinge, innere Bilder, solcherlei Dinge irgendwie mehr. Und es ist auch die Art und Weise, wie du untereinander spielst, ist bisschen anders, habe ich so das Gefühl einfach. Ja. Aber ja. Kommt jetzt auch wieder drauf an, dass Männer sowas nicht können. Nee, das ist nicht. Ich glaube nicht, dass es so ist. Aber es ist schon tatsächlich so jetzt. Es ist halt eine sehr andere Strömung. Und auch die Organisation ist sehr interessant. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch Kontakt zu dem Netzwerk Sisters in Jazz. Das ist schon davor entstanden auch. Das ist auch also Nicole Johenken und Vibraphonistin Isabella Effenberg und die Flötistin Isabel Bodensee und so, die haben halt schon wirklich eine tolle Struktur aufgebaut, wo einfach so ein Pool von Musikerinnen unterschiedlich zusammenspielt. Und jetzt, das ist zum Beispiel eine Sache, die sehr erfolgreich ist, weil einfach in dieser Konstellation ist auch das Problem gelöst, dass einer vielleicht mal keine Zeit hat. Mhm. Weil das ist ja auch so, wenn du sowieso schon wenig Musikerin bist, dann kann eine vielleicht nicht, weil sie gerade was anderes hat und das dann irgendwie anders organisiert werden muss, dann ist es logistisch auch schwer aufzutreten. Mhm. So. Und wenn man aber einen Pool von Musikerinnen hat, kann man sagen, hey, dann kann auch jetzt vielleicht jemand anderes Bass spielen oder jemand anderes kann für Saxophon angerufen werden und dann kann man das so konzipieren. Und die Veranstalter reagieren sehr dankbar auf diese Situation oder buchen das auch öfter, weil man praktisch so eine Fusion eben hat. Man hat auch eine große Abwechslung, es ist sehr vielseitig. Und in der organisatorischen Struktur ist das ein Konzept, was die Frauen untereinander bestärkt. Weil man sieht halt, oh, es gibt noch die Möglichkeit, diese Komponistin arbeitet so, ich arbeite eher so. Man hat einfach so einen Pool, man kommt ins Gespräch. Ja. So. Und die Situation ist tatsächlich neu für mich auch, weil es ist schon, ich weiß nicht, es ist einfach ein bisschen anderer Umgang untereinander. Also werden jetzt halt nicht ständig irgendwelche komischen Witze gerissen oder so. Ja. Also keiner profiliert sich von den anderen die ganze Zeit oder sowas. Es ist schon, also ja, also ich meine, klar, ich sehe das auch sowieso sportlich und ich finde es auch immer lustig, egal mit welchem Umgang. Und für mich ist auch letzten Endes einfach nur die Musik wichtig. Ja. Also ich meine, da ist es für mich auch total egal, ob das Männer oder Frauen sind. Aber mir fällt einfach auf, dass der Umgang ein bisschen anders ist. So. Der ist auch, also super geil, super spannend, was du sagst. Ich kann für mich immer nur sagen, ich habe das sehr selten, dass ich mit sehr vielen Frauen zu tun habe. Meistens sind natürlich in Anführungsstrichen, aber es ist häufig so, dass immer eigentlich nur ein oder zwei Frauen in einer größeren Besetzung dabei sind. Aber selbst sobald eine Frau in die Runde kommt, entspannt sich, finde ich, sehr vieles, in vielen Fällen. Wir haben das ja ständig, auch im Nightliner, auf Tour, wo es wirklich auch so um Respekt geht, um miteinander umgehen und Privatsphäre und so weiter. Und wir haben eigentlich die glückliche Situation, dass immer Frauen dabei sind bei den Dingen, die wir so tun. Und ich finde das einfach immer, wie soll ich sagen, was du sagst, diese blöde Witzereißerei. Und ich meine, ich bin auch so ein Typ, der gerne mal Spaß macht und irgendwie. Aber ich finde das... ja, Frauen an die Macht, Frauen in Führungspositionen oder auch eben in Bandsituationen, finde ich, passiert viel zu selten. Aber ich habe das Glück, dass es in unseren Fällen oder in meinen Fällen häufig der Fall ist. Wie ist es denn bei dir? Ich meine, du hast natürlich das Wahnsinnsglück, dass du einen unglaublichen Bassisten an deiner Seite hast, der auch noch dein Mann ist, aber mit dem du auch viel gespielt hast und spielst. Aber ich weiß es jetzt gar nicht, hast du auch viel Musik gemacht mit anderen Frauen? Oder weil ich habe so die Dinge, die ich von dir gesehen habe, waren immer Männer an deiner Seite. Nee, tatsächlich. Ich spiele meistens mit Männern zusammen. Ja. Was nichts damit zu tun hat, dass ich nur mit Männern spielen möchte, sondern tatsächlich irgendwie, ja, dass eben ich nach der Musik auswähle. Und in den Fällen, das waren halt jetzt einfach immer Männer. Genau, weil es ja faktisch gesehen einfach weniger Frauen gibt, die das machen, was wir tun. Genau, deswegen ist dann natürlich auch die Auswahl ein kleines bisschen geringer, zumal auch in greifbarer Nähe. Das ist das eine. Das andere, also ich spiele schon auch immer wieder mal mit Frauen zusammen und merke schon auch, das ist wirklich ein sehr anderer Umgang miteinander oder auch einfach die Tatsache, wenn mal nur noch eine weitere Frau außer mir dabei ist, dann ändert sich auch schon was, weil dann habe ich einfach irgendwie eine Verbündete an meiner Seite,
Das ist, ist einfach so. Ja, das, ich liebe alle Musiker, mit denen ich spiele in meinen Bands. Sonst würde ich es natürlich nicht tun und habe ein super Verhältnis mit all denen. Aber klar ist es was anderes. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Und das, genau, ich will das jetzt, also musikalisch würde ich das jetzt gar nicht werten wollen. Genau. Was ich manchmal ein bisschen komisch finde, ich mache das auch immer wieder, eben in reinen Frauenkonstellationen zu spielen, finde ich immer noch ungewöhnlich. Manchmal ist es für mich, kommt drauf an, auf was für eine Veranstaltung es ist. Eben, ob das so ein bisschen künstlich erzeugt ist, was es ja eben bei Sisters in Jazz definitiv nicht ist, genau, weil es eben ein gewollter, aus sich herauskommender Zusammenschluss ist. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Aber manchmal gibt es ja so Festivals zum Beispiel, die darauf ausgelegt sind, das rauszustellen. Und das ist manchmal ein bisschen merkwürdig, weil das einfach nicht künstlerisch ist. Also es hat oft eben andere Hintergründe. Ja, das ist ein schmaler Grat, ne? Zwischen man will was bewegen und dann, wenn man was versucht zu bewegen, ist es vielleicht aber etwas zu kreiert und zu wenig Künstler. Aber also schwierig auf jeden Fall. Jetzt habt ihr gesagt, es gibt so Dinge wie Sisters in Jazz oder überhaupt aktive Dinge, die sich ergeben haben in den letzten Jahrzehnten letztendlich schon, um oder weil man weiß, dass es da spannend ist, was in diese Richtung zu bewegen. Jetzt hast du am Anfang gesagt, Markus, dass es ein paar Statistiken wohl gerade gäbe, dass wir jetzt aktuell, ich weiß nicht, welche Statistik das war. Mal gucken, ich hab's nicht rausgezogen. Was hast du gesagt, dass aktuell wohl die prozentuale Anteil gestiegen ist von Frauen im Musikbusiness, aber ich weiß es nicht, ob wir über... Ganz genau sagen, weil sind wir ganz gut, auch die Quellen ein bisschen kennen. Ja, das wäre super spannend. Also ich will darauf hinaus, die Frage wäre für mich jetzt, seid ihr denn zufrieden mit der Situation, wie sie ist? Seht ihr Bedarf, weiter darauf aufmerksam zu machen oder auch an dieser Schnittstelle von jugendlich sein in den Job übergehen, ob man da nochmal schauen müsste, irgendwie... Habt ihr irgendwelche Dinge, wo ihr sagt, da gibt es nach wie vor einen Riesenmanko oder nehmt ihr die Situation so hin, wie sie ist? Es gibt an vielen Stellen einen Riesenmanko. Also du hast in der Ausbildung das Riesenmanko, dass es nur Professoren gibt, ganz, ganz wenig Professorinnen. Ja, wobei ich jetzt ganz deutlich dazu auch was sagen muss, es liegt natürlich auch dran, mit was für einem Auswahlverfahren geht man auf die akademische Situation eben zu. Und oft ist es so, dass man gar nicht erst in die Runde eingeladen wird, sich vorzustellen. Oder man sieht sich gegenüber 6 Männern in der Jury. Und das Interessante ist eben, es liegt auch immer an diesen Verfahren, wie gut kann man mit dieser Situation umgehen. Also das ist sehr... Du meinst jetzt Auswahlverfahren für eine pädagogische Stelle? Für pädagogische Stellen zum Beispiel oder auch Auditions zum Beispiel auch. Also eine Audition das erfordert natürlich eine gewisse Höchstleistung. Das ist auch, wie in der Klassik ist es ja auch so, zum Beispiel wenn es Probespiel ist, muss man erstmal mit dieser Situation klarkommen, so insgesamt. Und der Anteil derer, die sich dieser Situation stellen können und wollen, ist natürlich nicht besonders hoch, in Anbetracht dessen, dass es einfach zahlenmäßig noch nicht so viele auch gibt. Ja. Das stimmt schon, aber dem gegenüber steht, dass viele Frauen sich bewerben und eben die Stellen nicht kriegen. Und das liegt nicht daran, dass sie nicht gut genug wären, um so eine Stelle zu machen, sondern einfach daran, dass sie aus irgendwelchen Gründen nicht genommen werden. Und das würde ich unterstellen, ist in vielen Gründen, in vielen Verfahren ist es immer noch so, ich will halt meinen Buddy. Und den stelle ich ein. Und anders kann ich mir das nicht erklären. Genau. Also wenn du bei Google guckst, da gibt's, ne, kann jeder auch selber mal gucken, da gibt's natürlich super viele Aussagen. Und wenn man direkt eingibt, Frauenanteil im Musikbusiness, kriegt man direkt hier auf jeden Fall so ein paar Sachen um die Ohren. Und zwar laut einer US-Studie liegt die Frauenquote im Bereich der Musikproduktion bei nur 2,6%. Das ist jetzt bei Musikproduktion.
Also reden wir jetzt da von Songwriting und Produktion, das kann ja alles sein. Ich frage, ob da überhaupt die aktiven MusikerInnen dabei sind. Das kann, muss man halt immer unterscheiden. Und eine Frage ist immer, wie wird eine Statistik erstellt und so weiter, klar. Ne? Außerdem verdienen die Frauen in der Musikbranche laut Statistischem Bundesamt bis zu 30% weniger als Männer. Das wird hier auch klar skizziert. Da gibt es eine Studie, Deutschlandfunk Kultur, Studie Frauenquote im Musikbusiness auf Höchststand, sagen die. Höchststand, aber auch deshalb, weil er schon immer zu niedrig war und jetzt das erste Mal langsam steigt. Scheinbar sind wir auf dem richtigen Weg, aber es ist immer noch zu wenig. Immer noch eine sehr untergeordnete Rolle, die Frauen im Musikbusiness. Eine Studie über die Geschlechterverteilung im Musikbusiness gibt's hier. Neue Studie, Frauen in der Musik weiterhin stark unterpräsentiert. Im vergangenen Jahr lag der Frauenanteil bei 14,3% der SongwriterInnen und bei 3,9% der ProduzentInnen. Mit 5%, bla bla bla, geht's dann weiter, was da noch kommt. Auf jeden Fall, das ist im Musik-Express gestanden, sag jetzt auch eine Studie. Es gibt im Spiegel eine Studie, die nennt sich Ma-Lisa, Studie über Musik und Gender, Männerüberhang über 80%. Und so weiter. Also gibt es eine Menge, was auf jeden Fall ein klares Bild davon zeichnet, dass es auf jeden Fall definitiv zu wenig ist. Aber es ist auch so, dass wir auf dem Weg sind, scheinbar, dass es auf jeden Fall mehr wird. Man muss natürlich immer unterscheiden, wir haben vorhin schon gesagt, Sängerinnen, Instrumentalisten, Musikbusiness oder die Ausübung der Musik, ne, als Sideman oder als Profimusiker oder Instrumentalist, da muss man natürlich auch immer unterscheiden. Und ich würde mir da auch mal wünschen, da vielleicht nochmal klarere Zahlen irgendwie zu bekommen. Ne. Wäre vielleicht auch mal eine interessante Sache, was Pro-Musik betrifft. Vielleicht gibt es da schon Ansätze, mal irgendwie mal so ein Bild zu bekommen, wo wir da stehen. Ne? Weil also, ganz klar sieht man es nicht. Es gibt zum Beispiel die Jazz-Studie der Deutschen Jazz-Union und die gibt zum Beispiel her, dass es der Männeranteil bei 80% liegt, Frauen bei 20% und unter diesen 20% ist die Verteilung wieder 80% Sängerinnen und 20% Instrumentalistinnen. Okay. Genau. Also das ist interessant. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was kann man dagegen tun, ne? Oder was können wir tun? Ich meine, bei uns generell ist es so, Axel und ich, wir sind jetzt auch Musiker wie ihr, die halt irgendwie angerufen werden und dann spielt man in der Band und dann lässt man sich darauf ein, wer halt da ist. Das ist ja immer so, ne? Und dann ist es auch immer so, dass wir da überhaupt kein Entscheidungsrecht haben, jetzt mit wem wir da spielen, sondern wir haben die Band und darin wirken wir. Derjenige, der die Band natürlich zusammenstellt, hat natürlich mehr Möglichkeiten, da was zu bewirken. Und selbst da gibt es ja auch schon klare, wie soll ich sagen, Strömungen, ne? Dass man dann sagt, okay, wir wollen da das, die ganze Sache diverser aufstellen. Ne? Gibt's ja auch schon bestimmte Projekte, die sich speziell darauf konzentrieren, dass es da ein bisschen ausgeglichener sein soll. Ne? Ich glaube, da gibt es auch schon Sachen, also um jetzt auch mal was Positives zu nehmen. Also wir gucken so ein bisschen auf die Zeit, weil wir so für unseren Podcast ein bisschen so im hinteren Bereich schon sind. Ich kann für mich sagen, aus meiner Sicht, dass ich mich erst sehr spät mit dieser Problematik überhaupt beschäftigt habe, weil sie natürlich mich überhaupt nicht betroffen hat, zwangsläufig, und ich in meinem Studium so sehr mit mir selbst beschäftigt war und selbst auch diese ganzen Schwierigkeiten, wer bin ich, wie funktioniert das System für mich, was will ich überhaupt nachher machen, will ich jetzt Musical spielen, will ich jetzt, ich habe eine Agentur gegründet und habe dann hier Coverbands und dann Fernsehen und hin und her, tausend Sachen gemacht, sodass ich nie, also sehr viel mit mir selber auch mich fragen musste, in welche Richtung will ich überhaupt abbiegen und so. Und ich stelle halt fest, dass es eben für jemanden, der nicht männlich cis ist, offensichtlich noch mindestens ein weiteres Thema dazu kommt, nämlich sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, die wir nicht haben. Ne? Das ist vielleicht auch noch nicht. Vor allem als Veranstalter oder als Leute, die wirklich was bewirken können, ne? Wie schon gesagt. Ach so, nee, ich meine jetzt in unserer Funktion als Musiker und Musikerin, dass es einfach da weitere Themen gibt, die ich zum Beispiel nie für mich selber beackern musste. Ja, also du meinst, dass wir uns, dass auch Musiker sensibilisiert werden, uns immer mehr sensibilisieren darüber, dass dieses Thema überhaupt existiert. Genau. Und da hilft ja schon, wenn man jetzt drüber spricht, ne, dass man einfach, ich habe jetzt zum Beispiel auch, ich habe das Buch gelesen von Benjamin Stuckrad-Barre, wo es speziell um das Thema ging, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das letzte Buch, mir fällt noch der Titel gleich ich ein. Ja, genau, noch wach. Ist ein super, ich habe das Hörspiel gehört. Ich fand es super spannend, weil er
das Thema Springer Verlag hernimmt und über dieses Thema da spricht, wie da die Machtstruktur oder die Hierarchie. Oder? Genau, die Machtstrukturen gegenüber Frauen. Der macht dann einen Riesenfass auf. Es ist eigentlich eine fiktive Geschichte, man weiß aber genau, wo es herkommt. Und das ist ein super spannendes Buch. Ich habe mir das wirklich gegeben. Ich bin so ein bisschen Fan von seinen Büchern. Und das Hörspiel ist auch sehr empfehlenswert, das Hörbuch. Also ich kann es jedem empfehlen. Und das das hat mir so nochmal so ein Bild gezeichnet davon, was überhaupt so los ist in der Welt, ne? Weil ich mir auch keine Gedanken darüber gemacht habe, weil ich auch immer sehr mit mir beschäftigt war, wie du es auch gerade gesagt hast, dass man da irgendwie oft, dass man da einfach ja gar keinen Blick dafür hat. Und ich glaube, die Sensibilisierung darauf, da einfach mal die Zusammenhänge ein bisschen besser zu verstehen oder wie sensibel das Thema überhaupt ist, das hilft auf jeden Fall uns auch in allen Bereichen da damit umzugehen. Also ich denke auch, wenn man es jetzt mal von so einem gewissen politischen Aspekt her sieht, es ist ja auch so jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt im Bundestag irgendwie einen Ausschuss machen würde, würde man überlegen, wer ist relevant, um in dem Ausschuss eine gute Entscheidung zu treffen. Und dann würde man ganz gezielt bestimmte Parteien einladen. Mhm. Wenn man eine bestimmte Partei nicht einlädt, wird sich diese Partei überhaupt nicht äußern können in dem Zusammenhang. Und sagen wir mal, durch dieses Ausschlussprinzip funktionieren eben viele Verfahren jetzt im Bereich Booking oder so. Von vornherein ist immer ein bestimmter Bereich vielleicht nicht mehr relevant oder wird schon von vornherein ausgeschlossen oft. Und das ist, glaube ich, auch genau der Punkt, wo sich was tun kann. Wenn man einfach sagt, okay, man macht da vielleicht insgesamt noch mal ein bisschen mehr auf und guckt halt noch mal. Aber natürlich ist der Markt an sich hart umkämpft. Ja. Und es ist immer meistens ist auch eine Frage von Finanzstruktur. Ja? Also wie organisiert man sich? Wenn ich jetzt zum Beispiel als Bandleaderin selber auftreten will, muss ich ja natürlich auch für die Löhne von meinen Bandmitgliedern sorgen, letzten Endes so. Also beziehungsweise ich muss ja erstmal gucken, wie mache ich das solide, dass ich überhaupt losfahren kann sozusagen. Ja? Und da muss natürlich in der Finanzstruktur schon einiges vorher passiert sein. Das heißt, wenn ich als an sich Musiker schlecht aufgestellt bin, geht es einfach gar nicht erst los. Also es muss immer halt, man muss auch so gesehen sehr taktisch aufgestellt sein, dass das überhaupt schon möglich ist. Als Musiker? Ja, als Musiker. Und aber ich meine, jetzt als Frau ist es halt dann so gesehen auch nochmal wichtig, eben überhaupt erst in Interaktion zu treten, auch mit einem Netzwerk, so auf die Art und Weise. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, von vornherein schon ausgeschlossen wird an manchen Stellen, ist es klar, warum man weniger ist. Deswegen sollte man einfach immer... Entschuldigung. Ja, also ich wollte nur sagen, in Bezug auf das macht dann tatsächlich eine Quote Sinn, weil man halt sagt, okay, man hat überhaupt jetzt zum Beispiel in einem Gremium, würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt in eine Hochschulsituation gehe, ich will bitte eine Frau in der Jury sitzen haben. Ganz egal, wer die ist. Lad die Frauenbeauftragte. Ja, also in diesen Fällen irgendwie. Auf jeden Fall. Ja, aber das ist ja auch so. Also es ist nicht immer so. Doch, in jeder Jury. Stimmt nicht, ich habe es erlebt. Ich habe in der Jury gesessen. Dann kannst du das anfechten. Das ist nicht mehr... Das darf nicht mehr so sein. Okay, ist das Bundesland abhängig oder ist es? Also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber das habe ich, das kenne ich eigentlich so. Es muss eine Frau dabei sein. Okay. Ja. Und deswegen sitzt dann ja oft jemand Fachfremdes dabei, weil sie keine Frau finden. Aber das kenne ich auch. Und ich kenne einige Professorinnen eben, die auch jetzt einfach dann überall eingeladen werden, dann die ganze Zeit irgendwo bei irgendwelchen Vorspielen dabei sind und schon gar nicht mehr können, weil man das auch irgendwie ja nicht wirklich entlohnt kriegt und auch die Zeit, die kann weil es weniger gibt wahrscheinlich auch. Genau, ja, eben. Und deswegen, ich würde fast behaupten, dass das so sein müsste, aber das müsste man nochmal nachschauen. Genau. Ja, aber es ist super, ich meine, hey, wir sprechen darüber und das zeichnet schon ein Bild und man kriegt ein Gefühl dafür immer mehr, umso mehr man das Thema auch sensibel behandelt. Ich glaube, das ist echt einfach das Ding, dass man halt einfach das im Blick hat und immer wieder beachtet. Ne? Egal, ob es jetzt eine Jury ist oder ob es bandintern ist, als Frau selbst. Und wenn man natürlich auch immer mehr Zahlen davon bekommt, dass man einfach auch ein bisschen... dagegen steuern kann. Ne? Und also wir begrüßen es auf jeden Fall. Ich meine, ich habe leider mit wenigen Frauen gespielt. Es waren meistens natürlich Sängerinnen. Das ist natürlich auch wieder ein Klischee, aber es ist nun mal so. Aber jetzt, ich habe noch nie mit einer Schlagzeugerin gespielt, glaube ich, oder mit einer Bassistin. Hast du schon?
Wir haben jetzt gerade erst letzte Woche zusammen. Wir haben jetzt auch gespielt. Regelmäßig. Ich habe mal mit der Annika Nellis gespielt. Allerdings hat sie damals noch Percussion gespielt. Das ist ja jetzt die Schlagzeugerin von Jeff Beck gewesen, jahrelang. Mhm. Schlagzeugerin. Mhm. Leider habe ich später nicht mehr mit ihr gespielt gehabt. Macht auch ein bisschen andere Musik als ich, aber. Es gab eine Bassistin hier aus dem, es gab ja diese legendäre coole Band Soul Lounge, erinnerst du dich? Eine Soul Band mit Covers, da gab es, wie hieß denn die Bassistin? Eine sehr gute Bassistin, die hat nämlich Tower of Power gespielt, What is Hip. Was ich mir nicht wichtig ist. Julia Hofer, oder wie? Ja, genau, okay. Julia Hofer. Ah, ja. Genau, ich habe mir meine ganze Zeit so zurück überlegt in diese ganzen Big Band Zeiten, wo man noch so grün in den Ohren ist und die ganzen Typen, also ja, geil, schnell und laut und hoch und bla bla bla. Das finde ich geil. Und da fielen immer so ein paar weibliche Namen. Und ich frage mich, also an Vorbildern, ne, von den Männerkollegen. Und ich habe mich immer gefragt, warum, wenn jetzt diese Namen, zum Beispiel Maria Schneider, eine sehr bekannte Big Band-Arrangeurin, die so einen eigenen Sound hat, und das war dann plötzlich bei den Männern so, wow, das ist geil. Ne? Oder Michelle Nigocello, eine Bassistin, die auch sehr special spielt. Und es gab so ein paar Frauen, die auch von jungen Männern so als, boah, das ist ein Cat, so genannt wurden. Ich frage mich, warum diese Frauen es so geschafft haben, als da gucken junge Männer hoch. Die Antwort ist dann einfach, Axel. Sie sind halt ein Cat. Ja, nee, absolut. Nee, aber es gibt ja tausend andere auch. Da läuft doch wirklich hinaus. Warum stechen so manche so deutlich hervor, obwohl es tausend andere gibt, die auch super spielen und super schreiben und super sind, oder sind die einfach berühmt geworden und da... Naja, das liegt an der gleichen Sache, warum in manchen Faktoren Männer halt da der eine Mann hervorsticht. Also ich glaube, das hat keinen anderen Grund. Und weil sie halt verdammt hart arbeiten. Aber das würde ja würde ja bedeuten, dass eigentlich die totale Offenheit dafür da ist. Ausnahmen. Ja, genau. Ausnahmeerscheinungen, die es geschafft haben. Also ich meine, wir haben es ja auch geschafft. Ja, eben. Irgendwie. Ne? Also wir sind keine Stars, aber wir leben von dem, was wir tun. Klar, aber das ist ja kein Grund zu sagen, dass wir kein Problem haben, nur weil wir es geschafft haben. Ja, das ist ja so, wie wenn die obere BASF-Managerin sagt, sie ist gegen die Frauenquote, weil hey, ich habe es doch auch geschafft. Ja, genau. So, Das kann es nicht sein. Ja. Also ihr merkt, ich bin immer noch, ich will da irgendwie verstehen und lernen und irgendwie, das wird mir in meinem Alltag immer wichtiger, das zu nachvollziehen zu können, mich rein zu versetzen und es zu verstehen. Ist es schwierig jetzt da irgendwie, wir haben keine krasse Erkenntnis jetzt gewonnen, aber ich danke euch trotzdem für eure Offenheit und für die Einblicke, die wir irgendwie bekommen konnten irgendwie. Finde ich mega geil. Ja, wie gesagt, ich glaube, die Kommunikation ist wichtig. Und es hat super Spaß gemacht, darüber zu quatschen und mal da von eurer Perspektive da nochmal so ein paar Einsichten zu bekommen. Und das machen wir jetzt auf jeden Fall öfter. Und ich hoffe einfach, dass einfach mehr Frauen nachkommen, in die Unis kommen und in die wichtigen Positionen kommen, damit da einfach generell auch viel mehr Gleichberechtigung passiert einfach. Jetzt hast du doch ein Schlusswort gemacht. Das war ganz schön, oder? Das war ganz gut, ja. Also so ein bisschen sind wir erstmal für die Frauenquote, auch wenn sie vielleicht auf Zeit sein kann oder so, aber ich finde das eigentlich keine so ganz schlechte Idee. Ja. Ich bin großer Fan davon. Ja. Weil ich glaube tatsächlich, dass sich sonst nichts ändert. Also ich habe in manchen Punkten gibt es ja auch wirklich eine konservative Rückbewegung. Ja. Ja, finde ich schon. Also gesellschaftlich gesehen auf jeden Fall. Ja. Und genau, die Musikwelt macht nichts unbedingt besser, was die Gesellschaft schlecht macht. Ne? Also wir sind ja auch einfach nur ein Teil des Großen und Ganzen. Wir tun manchmal so, als wären wir so wahnsinnig offen, aber zumindest für die Jazzwelt kann ich sagen, sie ist so unfassbar konservativ. Das ist manchmal schon echt erschreckend. Ist das ein deutsches Thema? Ist das in anderen Ländern anders? Könnt ihr das beurteilen? Es ist in manchen Ländern anders, aber eben auch dadurch, dass es in manchen Ländern Quoten gibt. Also in Frankreich gibt es eine Quote an bestimmten Punkten, wenn es um öffentliche Förderung geht. Also wenn du eine öffentliche Förderung bekommst, musst du auf bestimmte Quoten achten, musst sie einhalten. Und das macht was mit Festivalprogrammen, das macht was mit Bandbesetzungen.
Ja, und es bewegt was, ne? Es schiebt in eine bestimmte Richtung. Genau. Und ich glaube, das ist dann schon. Haben wir das in Deutschland nicht? Initiative Musik und so weiter? Solche Institutionen? Ja, was die Initiative Musik sich selbst für Quoten setzt, das kann ich nicht sagen. Ja. Mit Sicherheit werden die darauf achten. Das glaube ich schon. Mhm. Ja. Bei der Vergabe, klar. Ja, spannend. Ja. Ihr merkt, wir könnten noch sehr lange weiter darüber reden. Wir sind noch irgendwie lange nicht am Ende. Wir machen jetzt einen Cut und sagen tausend Dank für euren Besuch. Nächste Woche geht's weiter. Und wir verabschieden uns in diesem Fall von Axel und MV. Jetzt kommt die Musik. Stimmt. Wann kommt das Delay? Vielen Dank. Danke für die Einladung. Merci. Danke.